und ein bisschen zur Ruhe zu kommen und eure Plätze zu finden und euch zu sortieren. Ich soll darauf hinweisen, dass das Gecko-Squad, das in der Küche steht, noch ungefähr 2 bis 3 Gemüseschnippler braucht. Leute, die beim Gemüseschnippeln helfen, damit es nachher köstliche Dinge zu essen gibt. Also falls irgendjemand von euch das Gefühl hat, er könnte zwischendurch ein bisschen Zeit erübrigen, um Gemüse zu schneiden, das Gecko-Squad ist da drüben und braucht noch 2 bis 3 Leute zum Gemüseschneiden. Des Weiteren soll ich euch darauf hinweisen, dass die Akkreditierung erst in circa einer Dreiviertelstunde möglich ist, weil die Akkreditierungsunterlagen noch nicht hier sind. Das heißt, ja, es tut mir sehr leid, Herr Löffelmacher, aber der Punkt ist, dass bis dahin auch nichts Dramatisches passieren wird, es wird nichts abgestimmt. Die ersten Tagesordnungspunkte, da geht es ohnehin nur um Berichte und Diskussionen und Aussprachen. Also du kannst dich noch gedulden. Akkreditierung beginnt in circa einer Dreiviertelstunde. Alle Leute, die noch nicht akkreditiert sind, bitte nicht hysterisch werden. Man hört mich. Es passiert sowieso nichts übertrieben Aufregendes. So, also Akkreditierung ist erst in einer Dreiviertelstunde möglich. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass sich gestern hier eine ganze Menge von Stimmenunterlagen angesammelt haben, die offenbar Leute verloren haben. Die liegen hier ganz außen an dem Tisch. Also wir haben ganz viele Gewinner und Verlierer. Es sind Leute gekommen, die Stimmenunterlagen vermissen. Stimmunterlagen sind gefunden worden, falls euch irgendwas fehlt. Also wir haben auch sowas, so groteske Gewinner, die zum Beispiel ihr Bändchen am Arm verloren haben oder nur eine Nein-Karte oder ihr komplettes Stimmunterlagenset. Wenn ihr was vermisst, könnt ihr kommen und gucken. Hier vorne ganz am Rand von dem Tisch sind die Sachen, die wir gefunden haben. Könnt da durchgehen und gucken, ob irgendwas davon euch gehört. Bitte, wenn ihr Dinge verloren habt oder sucht oder was gefunden habt, nicht hier vorne die Versammlungsleitung ansprechen. Die sind nämlich sowieso schon gestresst. Also geht da an den Rand und guckt, wenn ihr was vermisst, ob da Sachen von euch dabei sind. Des Weiteren haben wir einen USB-Stick gefunden, der ungefähr die Form eines Schlüssels hat. Der liegt auch da vorne bei den Fundsachen. Ein USB-Stick ungefähr in der Form eines Schlüssels. So. In den ersten 3 Tagesordnungspunkten geht es ja sowieso um Berichte und Aussprachen und andere Anträge. Später kommen wir dann zu den inhaltlichen Anträgen. Da wird dann die Antragskommission zu gegebener Zeit noch eine Reihenfolge vorstellen, also einen Vorschlag, wie wir diese Anträge, in welcher Reihenfolge wir die behandeln können. Aber das dann, wenn es soweit ist. Gut, schön, dass ihr alle da seid. Jetzt wäre ein guter Moment, um langsam ruhig zu werden und aufmerksam zu werden und sich hinzusetzen. Wo ist denn der Michael Ebner? Ah ja, ich sollte dir diesen Hinweis geben, es ist mir jetzt gerade eingefallen. Ist nicht schlimm? Okay. Alles klar, danke. Gut, so, dann eröffne ich hiermit die Versammlung wieder, heute am Sonntag, den 16.09.2012. Und wir nehmen die Versammlung wieder auf. Guten Morgen, hallo. So, und als allererstes bitte ich Georg auf die Bühne, der euch ein paar Worte sprechen wird und wir werden einen Gedenkmoment abhalten für unser verstorbenes Parteimitglied Eberhard Sastrau. Ja. Okay. Ich bitte euch, euch zu erheben, damit wir ein bisschen... ein Gedenken für Eberhard machen können. Sicher erinnern sich viele, wie erschreckend zunächst die Vermutung Ende Mai war, Eberhard sei nicht mehr und wie traurig die Gewissheit danach. Ich war und bin es immer noch traurig betroffen. Solange aber, wie jemand sich erinnert, bleiben alle unter uns, sind nicht weg. Ich kenne bzw. kannte Eberhard nicht sehr lange, nicht sehr persönlich, dennoch. Ich will mich an ihn nicht nur so erinnern, wie er, schon sehr krank beim Bundesparteitag in Neumünster unter uns war, sondern an den sehr lebendigen Etz. Es gab ja, um mit Parteitagen anzufangen, die Idee, ihm ein eigenes Mikro zu geben, hatte zu allem was und dazu was Kluges zu sagen. Ohne seinen Beitrag war ein Punkt sozusagen noch nicht abgearbeitet. Den Startschuss zu unserem Wahlkampf, der auch dank seines Einsatzes richtig erfolgreich war, hat er mit der Tagung in der P9 im März letzten Jahres gegeben. Davon bleibt mir vor allem eines im Gedächtnis. Nicht wie viel Prozent, nicht wie viele Stimmen wir bekommen, ist entscheidend. Wichtig ist, wie viele Mandate es gibt. Daran misst sich der Erfolg.
Das können wir auch, ich zumindest werde das so halten, auch in den kommenden Wahlkämpfen mitnehmen und so ganz aktiv Eds gedenken. Einfach war er nicht, wie mir seine Schwester später sagte, hatte die Familie seit Jahren keinen Kontakt zu ihm, fand es aber tröstlich, dass Eberhard zumindest hier in Berlin, in seinen Kreisen und im Landesverband Freunde und Bindungen hatte. Ich erinnere mich auch an eine Demo, Rathaus Kreuzberg gegen eine Wahlkampfveranstaltung von Pro Berlin. Eds mittendrin sagte mir dann auf eine Frage hin, dass aus der Partei raus sei, hat aber dennoch massenhaft Kaperbriefe mitverteilt. Das ist er, widersprüchlich, stachelig, gut. Er hat den Erfolg miterleben können. Er war immer da, aktiv, zupackend. Er wird irgendwie auch immer da sein. In unserem Gedächtnis und im Gedächtnis des Wiki. Denn das Netz vergisst nichts. Er hat da feste und bleibende Spuren hinterlassen. Einen lieben Gruß an dich, Eds. Eberhard Zastrow ist am 19. März 1954 geboren und am 22. Mai 2012 verstorben. Eine kurze Gedenkpause für ihn, jeder für sich. Ich danke euch. Vielen Dank an Georg für die rührenden und berührenden Worte. Ich übergebe jetzt die Versammlungsleitung an Philipp Rechler. Viel Spaß. Danke. Hört man mich? Super. Dann treten wir wieder ein in unsere Tagesordnung. Wir kommen jetzt eigentlich, ich sage das jetzt mal unter Vorbehalt, zu einem Nachtragshaushalt für 2012. Jetzt ist mir allerdings zugetragen worden, dass weder unser alter noch unser neuer Schatzmeister anwesend sei. Ist es immer noch so? Ja, wir sind immer noch nicht da. Ich werde deshalb stelle hiermit den GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, dass wir das verschieben, und zwar hinter dem Bericht von Herrn Pupe über das Liquid. Dann bis dahin sind Sie dann hoffentlich wieder da. Ich bitte jetzt kurz darüber abzustimmen. Wer ist dafür, dass wir das quasi um zwei Tagesordnungspunkte verschieben? Ich möchte hier wenig diktatorisch erscheinen. Okay, macht ja auch sonst keinen Sinn, dann machen wir das so. Damit kommen wir jetzt zur Aussprache und Diskussion mit der AGH-Fraktion. Da. Erst Liquid? Nee, ich habe es genau andersrum gesagt. Also so haben wir es gestern beschlossen. Erst AGH, dann Liquid. Das war die Reihenfolge von gestern. Dann machen wir jetzt die AGH-Fraktion, bitte ich, auf die Bühne. Sie haben sich ja sicher schon abgesprochen, was Sie so jetzt sagen wollen und wer. Was? Ja, ihr seid nicht wach, oder was? Ist jetzt das Problem? Hellwach, sehr schön. Dann bitte ich jetzt die Mitglieder der AGH-Fraktion auf die Bühne, ohne weitere Umschweife. Es konnte leider nicht wie letztes Jahr eine Couch zur Verfügung gestellt werden. Musst du das so früh am Morgen machen? Ja, da kann ich nichts für, ja, wenn die gestern so schnell waren. So, ich weiß nicht, Christopher war gestern angemeldet für eine Rede. Machst du das? Du fängst an. Ja. Alles klar, dann erteile ich hier mit Christopher das Wort. Ja, hallo, lieber Landesverband. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir seit jetzt fast einem Jahr eine Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und wir haben halt das vergangene Jahr damit verbracht, einmal die Fraktion aufzubauen und dann natürlich das zu tun, für was so eine Fraktion halt da ist, unser Programm in Anträge umgearbeitet. Das ist naturgemäß als Oppositionspartei ein bisschen schwierig. Vielleicht wollen dann nachher die einzelnen Abgeordneten noch aus ihren Bereichen irgendwie berichten.
Wir haben auch auf unserer Webseite eine Zusammenstellung jetzt, wie viele Anträge, kleine Anfragen, große Anfragen wir gemacht haben. Es ist weniger als die Linken und die Grünen und mehr als die CDU und die SPD, also befinden wir uns da im Mittelfeld. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder nicht mitbekommen habt, wird es auch nach dieser LMV, so ist es geplant, eine Strategiekonferenz geben, zusammen mit dem Landesverband, weil ja, es anscheinend sowohl von unserer Seite, aber auch von eurer Seite das Bedürfnis gibt, dass wir enger zusammenarbeiten. Ja, und diese Zusammenarbeit, da würde ich jetzt noch mal was zu sagen wollen, weil ich weiß nicht, ob das alle Mitglieder der Fraktion so sehen. Das ist aber so mein Erleben. Von der Partei und den Mitgliedern wird immer Basisdemokratie hochgehalten, Mitmachpartei. Und zum Beispiel mein persönliches Erleben, aber ich glaube auch von einigen Abgeordneten in der Abgeordnetenhausfraktion, ist, dass da wenig kommt. Ich glaube, dass die Berliner Piratenpartei mit ihren Strukturen, nämlich dass wir Liquid Feedback haben und ein durch Liquid Feedback abgestimmter Antrag von uns als Fraktion übernommen wird und ins Plenum eingereicht wird, so wie das einige Male jetzt schon geschehen ist, eine einmalige Möglichkeit ist, für Mitglieder einer Partei sich zu beteiligen, konkret an Landespolitik. Das gibt es nirgendwo anders in Deutschland und ich glaube, das gibt es noch nicht mal in den anderen drei Landesverbänden, in denen die Piratenpartei auch noch in den Landesparlamenten ist, weil die Liquid Feedback teilweise nicht so intensiv nutzen wie wir. Deswegen finde ich das immer sehr schade, wenn hier, und das hat man ja gestern gemerkt, das hat man aber auch auf der letzten LMV gemerkt, als hier ein Redner frenetisch beklatscht worden ist, der davon sprach, dass die Mitglieder der AGH-Fraktion oder einige der Mitglieder ja ihren Kalender nur noch voll hätten mit irgendwelchen Medienterminen und sich nicht mehr für die Basis interessieren würden und so. Der wurde frenetisch beklatscht und das finde ich persönlich als Mitglied dieser Abgeordnetenhausfraktion ein bisschen schwierig. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch da so zum Beispiel meinen Arbeitsalltag vorstellt, aber der besteht halt mal aus einer 40-Stunden-Woche in diesem sogenannten Halbtagsparlament. Ne? Und es ist viel Arbeit, wir machen so viel wir können und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Gräben, die wir, als wir noch außerhalb der Parlamente waren, zwischen Menschen und Politik, dass wir die hier innerhalb dieser Partei, seit wir im Abgeordnetenhaus sind, rekonstruieren. Und zwar ist es jetzt halt nicht mehr ich als Bürger und die da oben, sondern ich als Mitglied der Piratenpartei und die da oben im Abgeordnetenhaus. Dabei ist die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, nach wie vor sehr einfach. Geht per Mail, geht per Telefon. Wir haben vor ein paar Wochen nochmal ein E-Mail an alle Mitglieder rausgeschickt. Ich hoffe, die haben auch alle Mitglieder irgendwie bekommen, in denen nochmal unsere Arbeitsfelder drin standen, also welcher Abgeordneter, welche Abgeordnete ist in welchen Ausschüssen, ist für welche Themen zuständig, wie sind die Kontaktdaten. Wir haben mit Monika Belz, eine Person bei uns in der Fraktion, die nur dafür da ist, die Kommunikation zum Landesverband aufrechtzuerhalten. Und dennoch, wie gesagt, auch gestern gibt es dann Redebeiträge, ne, wo dann gesagt wird, ich will ja keine Namen nennen, aber manche Abgeordnete gehen dann irgendwie morgens ins Abgeordnetenhaus und gucken in ihren Laptop und fragen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist, wie war das, Rolf, der Mediengeilste im ganzen Land? Wie stellten ihr euch das vor?
Wenn ich da 2 Stunden 15 Minuten mit Frank Henkel, unserer Vize-Polizeipräsidentin Frau Koppers und der Leiterin des Berliner Verfassungsschutzes zusammensitze und über irgend so ein Fuck-up bei den NSU-Akten diskutiere, soll ich dann, wenn ich da vor die Tür trete und da irgendwie Medien stehen, sagen, nee, klar, kein Problem, ich war da jetzt 2 Stunden drin, das soll aber bitte jemand von der Basis TM Ihnen ein Statement zu dieser NSU-Geschichte geben, der war halt nicht dabei, aber bei uns kann ja eh jeder was sagen. Rufen Sie bitte den Herrn Schümer an, der gibt Ihnen dann dazu eine Info, wie stellt ihr euch das vor? Und wie stellt ihr euch das mit der Basisdemokratie vor? Wir haben, glaube ich, habe ich heute Morgen in der Morgenpost gelesen, die sind ja wahrscheinlich gut informiert, wir haben 3.800 Mitglieder. Sitzen hier 3.800 Mitglieder? Macht diese Halle hier den Eindruck, als würde sie 3.800 Mitglieder fassen können? Wie ernst nehmen wir das denn mit der Basisdemokratie und der Beteiligung? Wer ist denn hier die Basis? Sind wir die Basis, die wir jetzt hier sind? Oder soll ich irgendwie sagen, kein Problem, die Basis sind eigentlich die, die nicht hier sind? Das sind jetzt nur mal so ein paar Denkansätze. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten, glaube ich, die Dinge getan, die wir tun konnten. Und da ist natürlich Verbesserungsspielraum nach oben. Ich will das auch gar nicht schönreden, da laufen auch einige Sachen nicht gut, mir gefällt es auch nicht. Aber was ich wirklich schwierig finde, ist, wenn wir diesen Graben da irgendwie aufmachen, wo eigentlich kein Graben sein müsste, weil wir, wie gesagt, diese Möglichkeit haben, uns über Liquid Feedback zu kommunizieren. Und ich will noch eine Sache zu diesem Thema Medien geil und sonst irgendwas sagen, weil mir geht das echt auf den Zeiger. Erstens, das ist ja vielleicht ganz gut, wenn ihr da irgendwo in der Crew sitzt oder hier irgendwo eine Rede haltet und das immer irgendwie so bringt, aber ihr redet da halt über Menschen, zum Beispiel auch über mich. Sagt's mir doch einfach mal, ne? Meine Telefonnummer steht noch immer im Internet, redet doch mal einfach mit mir. Sagt doch mal hier, Christopher, warum bist denn du so oft da irgendwie in irgendwelchen Medien drin? Und dann fragt euch mal, wenn jetzt morgen Anne Will anrufen würde, ne, dann würdet ihr alle sagen, nein, da gehe ich nicht hin. Wir sind eine basisdemokratische Partei, Themen statt Köpfe. Wenn morgen der RBB irgendwie anruft und sagt, hier O-Ton, dann sagt ihr alle, nein, das mache ich nicht. Basisdemokratische Partei, Themen statt Köpfe. Ich kann euch mal sagen, was das ganz real für mich bedeutet, Gegenstand der öffentlichen Berichterstattung zu sein. Wenn ich am Nordbahnhof stehe und telefoniere, gucke ich danach auf Twitter, finde ein Foto, hier Schmidtlab steht am Nordbahnhof und telefoniert. Wurde ich auch nicht gefragt. So, wenn ich in der Tram sitze, kriege ich danach auf Facebook eine Message, ja, Herr Lauer, ich habe Sie gerade in der Tram gesehen. Habe mich nicht getraut, Sie anzusprechen. Wenn ich irgendwo durch die Stadt laufe, ja, habe gerade den Schmidtlab an der Friedrichstraße gesehen, habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. So, diese Öffentlichkeit ist für mich ein Verlust an Privatsphäre und Lebensqualität, weil ich weiß, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und mich eben nicht mehr so verhalten kann, wie ich das vielleicht früher mal konnte, als ich noch eine private Person war. Und ich mache das, weil ich weiß, dass ich diese Partei nach außen hin präsentiere. Und es gefällt vielleicht nicht jedem, aber man kann zumindest für die Berliner Piratenpartei sagen, dass wir irgendwie noch bei 14% stehen, wo wir hingegen im Bund irgendwie im Moment bei 6% sind und es diesen Abwärtstrend, der überall beschrieben wird, im Moment nicht gibt. Und daran haben natürlich... alle Mitglieder dieses Landesverbandes was zu beigetragen und tragen auch dazu bei. Und jeder irgendwie an seiner Stelle. Und ich muss einfach sagen, mich kotzt das an, mich nervt das an. Also versucht euch einfach mal in sowas reinzuversetzen. Wie gesagt, ich mache das irgendwie gerne, wenn es den Piraten irgendwie was bringt. Wenn es euch dadurch auch die Möglichkeit gibt, weiterhin irgendwie eure Anträge, eure politischen Ideen zu entwickeln, damit wir sie in Landesparlamente tragen können.
Aber das ist doch nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie so denke, boah, geil, super, Fernsehen, lalala. Da kann ich euch sagen, da sollte man irgendwie lieber reich werden statt berühmt, weil in denen, in dieser Abgeordnetenhaus-Diät ist dieser Verlust an Privatsphäre und Lebensqualität nicht eingepreist. Also, aber immerhin darf ich halt noch über Twitter beschimpft werden und so, ne? Ja, aber wie gesagt, Inklusion, Einzelfall und so. Ich sage euch eins, ich mache das gerne, ich glaube, wir machen das alle gerne, aber wenn wir nicht mal anfangen, miteinander irgendwie zu reden, dann fragen uns die Leute 2016 tatsächlich, was macht ihr denn anders als die anderen Parteien? Und ja, vielen lieben Dank. So, möchte noch jemand etwas sagen oder sollen wir zu Fragen kommen? Du hättest noch was Kurzes vorbereitet. Naja, ich dachte eigentlich, jeder hält so ein paar 5 bis 6 Minuten, aber wahrscheinlich haben wir gar nicht so viel Zeit. Ah, nicht ganz so viel Zeit. Naja, dann fasse ich mich vielleicht kurz. Ja, genau, also und das würde ich vorschlagen. Ich wollte eigentlich ein bisschen was Thematisches, also aus dem Abgeordnetenhaus erzählen, was machen wir da eigentlich so und ist es wirklich ganz so krass mit der Zusammenarbeit mit uns? Also ich denke, es gibt auch viele positive Beispiele, wie man also mit uns zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, dass es auch Squads gibt und Einzelne unter euch, die wirklich es auch schaffen, einen Kontakt mit uns herzustellen und dann auch zusammen irgendwie was hinzukriegen. Und das wird sicherlich auch bei den anderen vermehrt versucht. Und ich glaube, dass wir zusammen eine ganze Menge erreichen können, wenn wir das wollen. Also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so dahergesagt oder hört sich so an, aber ich will wirklich jeden nochmal auffordern von euch, wirklich sich die einzelnen Themenschwerpunkte anzuschauen, die wir im Abgeordnetenhaus behandeln. Und die Squads nehmen sich ja auch den Themen an und wirklich auf uns zuzugehen und mit uns zusammen zu versuchen, da was zu reißen, also sei es jetzt antragstechnisch oder auch draußen auf der Straße in den Bezirken was zu unterstützen, einzelne Projekte und so weiter. Ich wollte jetzt eigentlich euch erzählen, was ich dort wirklich mache und was wir, aber das lest ihr vielleicht dann doch besser irgendwie auf meiner Seite nach. Ich stelle das dann rein. Ansonsten wirklich, wir sind ansprechbar jederzeit. Also ich mache zum Beispiel in der Fraktion, also bin ich Vertrauensperson neben Alexander Spieß und das ist sowas wie Counselor, nur innerhalb der Fraktion. Und aber ich will euch auch anbieten, mich jederzeit anzusprechen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, also die ihr mit der Fraktion habt. Also ich möchte gerne nicht nur innerhalb der Fraktion gerne schlichtend und regulierend aktiv sein, sondern auch gerne für euch. Moni ist zwar da natürlich primär beauftragt, aber gerne ich auch als Abgeordneter bin, stehe euch da zur Verfügung jederzeit und sagt mir einfach Bescheid. Danke. So, danke. Ja, ich würde gerne eigentlich zu Fragen kommen, wenn das... Ja? Ja. Dann gibt es da Aussprachebedarf. Da vorne, sonst darf der Alex noch was sagen. So, ich sehe einen Redebeitrag, der trinkt aber noch Kaffee. Möchtest du jetzt oder wollen wir den Alex noch was sagen lassen? Ja, also du zuerst. Ach, da steht ja schon einer. Dann machen wir jetzt erst Fragerunde und dann kann Alex gleich noch abschließend was sagen. Genau, Rohrwall, du hast das Wort. Ich bitte dich kurz zu fassen. Werde ich auch machen. Ich hätte mal hier mal als kurze... Dankeschön. Mal ganz gerne mal Martin mal vorne am, am Mikrofon, weil nicht Telefon, früher morgen, am Mikrofon, wegen dem Gespräch, was wir mal in der Seabase hatten. Ich würde mal ganz gerne, dass vielleicht mal hier thematisiert wird. Du hattest mir damals erzählt, wo, zum BER-Ausschuss, wo du alles mit unter anderem angestartet hast, diese Plattform gestartet und liebe Berliner, bringt euch ein, liebe Partei, bringt euch ein, stellt uns Fragen. Und ich kann mich erinnern, dass du damals gesagt hast, es ist anstrengend, weil es reagiert keiner. Wir als Basis, dieses schöne böse Wort, haben kaum Antworten geschrieben, wir haben keine Fragen gestellt, die du haben wolltest und ich wollte mal ganz gerne hören, wie es das jetzige Fazit ist. Wie weit haben wir mitgemacht, wie weit haben wir Fragen gestellt, damit ihr arbeiten könnt? Weil das wäre unsere Chance gewesen, uns zu beteiligen.
Danke, Robert. Aber ich glaube, da hast du das falsch in Erinnerung, weil damals, wenn ich mich das richtig in Erinnerung habe, war das ja schon, wir hatten diese Vernetzungstreffen im Abgeordnetenhaus und danach haben wir ja diesen Fragenkatalog für den Untersuchungsausschuss bearbeitet. Und da sind schon eine ganze Menge Fragen aufgelaufen. Also das mal, ich kann auch die Kritik, die Christopher genannt hat, verstehen, aber gerade was den Untersuchungsausschuss angeht, sind extrem viele Fragen und extrem viel Input von euch gekommen und das war echt super, weil wir konnten den Großteil davon unterbringen in der Verhandlung mit der Opposition. Wenn ihr euch jetzt diesen Einsetzungsbeschluss mit diesem 150-Fragen-Katalog anguckt, dann findet ihr darin im Prinzip jeden Themenkomplex, den wir da gemeinsam im Sommer erarbeitet haben, der im Liquid gewesen ist, den die Squads erarbeitet haben. Ich glaube Finanzen, Haushalt, Wirtschaft, Umwelt, auch mit Brandenburger Beteiligung. Das war schon, also das war wirklich gut, muss ich echt sagen. Damit konnte man arbeiten. Also da danke nochmal. Und bescheuertes Mikro. Was ich in der CBS gesagt habe, darauf würde ich gerne dann an der Stelle nochmal eingehen, ist das Problem der Verantwortung. Also was Christopher beschrieben hat, auch wenn mir geht es eigentlich auch so, wobei ich nicht so oft Beschimpfungen oder Fragen auf Twitter kriege, wenn ich irgendwo rumgestanden bin, aber mich starren die Leute halt auch an, wenn ich abends aus dem Kinski komme, in der S-Bahn nach Hause fahre und dann unterhalten sich halt zwei Mädels gegenüber in der S-Bahn und ist das der, ist das der, ist das der? Und das müsst ihr euch echt fragen, ob das so angenehm ist, ob ihr das so haben wollt und ich mache das auch gerne. Ja? Aber es ist manchmal auch wirklich schwierig, weil man immer in der Öffentlichkeit steht. Wir haben Kommunikationsmedien, die es jedem erlauben, gleichberechtigt Öffentlichkeit zu erzeugen. Dabei ist es auch egal, ob man irgendwie 15.000 Follower hat oder 5.000 Follower hat, weil einer retweetet es. Ja? Und wenn es Konstantin von Notz von den Grünen ist mit seinen tausenden Followern, weil er die Piraten mal gerade wieder bashen will, und schon ist die Öffentlichkeit da. Wir müssen mit diesen offenen Strukturen, den Kommunikationsstrukturen, aber auch verantwortungsvoll umgehen. Weil wenn ich eine kleine Anfrage poste und als erstes erstmal drei Replies bekomme mit, boah, was für ein Scheiß, da sind ja meine Fragen gar nicht mit drin, und das fünfmal mache und immer die gleiche Antwort bekomme, dann poste ich es irgendwann nicht mehr, weil ich auf den Kack keinen Bock habe. Aber ich mache es gerne und ich mache es gerne mit euch, hätte dann aber auch gerne konstruktives Feedback. Und die Verantwortung liegt bei uns allen. Ich halte mich auch zurück oder ich versuche mich zumindest zurückzuhalten, auf Twitter irgendwie nicht gegen alle zu ranten. Manchmal gelingt mir das nicht, dann entschuldige ich mich per E-Mail am besten, weil es dann länger geht oder per Telefon. Aber das hätte ich auch gerne vom Rest der Basis. Das war so der Tenor dieses Gesprächs. Ne? Also das wäre schön, weil wir können über alles reden, nur wir sind nicht die einzig Mächtigen, bloß weil wir Mandatsträger sind und eine Presseöffentlichkeit erzeugen können. Ihr seid mächtig, weil ihr Twitter benutzen könnt, weil ihr Mailinglisten benutzen könnt, die Presse liest, aus denen dann zitiert wird und oder Podcasts macht, Gerhard hat die Erfahrung gemacht, ne? Podcasts macht, die dann zu großer Aufmerksamkeit und auch verkürzt zu Aufmerksamkeit gelangen. Das ist eine Verantwortung, die wir gemeinsam tragen, die dadurch kommt, dass wir die offenen Strukturen haben, die wenig hierarchischen Kommunikationsmedien benutzen und die sollten wir auch wahrnehmen. Danke. Jo, next. Bitte. Ja, ich wollte nochmal auf den Seitenhieb, der gegen Rolf ging, zurückkommen. Also er ist bekanntermaßen Kabarettist und ich würde das jetzt mal nicht überbewerten, wenn er als Bundesbahn- oder BVG-Schaffner, ich weiß nicht, also was er aufgetreten ist, die Klischees bedient, die es nun mal gibt. Und es gibt eben Leute, die sonnen sich gerne und mehr in der Öffentlichkeit als andere und sind da vielleicht auch talentierter als andere, Also wie gesagt, wenn man diesen Schritt tut, in die Öffentlichkeit zu gehen, dann darf man auch nicht beleidigt sein, selbst wenn immer wieder dieselben Klischees auf den Tisch kommen. Was ich aber eigentlich fragen wollte und was mich viel mehr verwirrt, wenn man jetzt wieder Twitter verfolgt hat gestern und gerade in Bezug auf Faxe, warum der jetzt auch nicht hier steht, ist vielleicht auch kein Zufall. Da würde ich vielleicht auch gerne mal ein Wort zu hören, wie ihr diesen Konflikt lösen wollt, ohne da jetzt persönlich zu werden, weil er eben jetzt nicht da ist und sich nicht verteidigen kann. Ja, nee, ich will noch mal was zu dem Punkt sagen, mit beleidigt. Ich bin nicht beleidigt.
Ihr könnt mich auch gerne weiter als Mediengeil beschimpfen und ihr könnt auch irgendwie gerne weiter irgendwie sagen, dass ich irgendwie der Untergang der Piratenpartei bin, das ist alles gar kein Problem. Und weiß ich nicht, ja klar, Kabarettisten können sich natürlich, ne, Satire darf alles. Dann habe ich das halt irgendwie in den falschen Hals gekriegt, weil der Kabarettist halt auch Mitglied irgendwie der Piratenpartei in Berlin ist. Ach so, was? Angestellter der Fraktion Friedrichshain-Kreuzberg, höre ich gerade. Und die Sache mit Gerwald, da würde ich einfach bitten, darauf zu warten, bis er irgendwie hier ist und das mit ihm zu besprechen, weil ich finde das äußerst ungünstig, wenn wir das jetzt hier ins Internet gestreamt über ihn da irgendwas sagen. Ja, nächster. Hallo, Uwe Wilhelm. Zwei Fragen habe ich. Das eine ist, Christopher Lauer, ich finde es sehr, sehr dankbar, dass du dich in der Presse vorwagst und im Fernsehen vorwagst. Die Frage ist für mich allerdings, warum machen das nicht, hier sehe ich 10 Leute auf der Bühne, wieso machen das nicht auch andere? Also wie kommt es dazu? Es ist klar, dass nach irgendeiner Sitzung, einer Veranstaltung im AGH, nicht irgendein Pirat, also ich oder wer auch immer, der keine Ahnung hat, da was sagen kann, aber wieso tauchen nicht andere auf? Gibt es da eine Absprache? Ja, genau, bitte. Da gibt es Absprache. Also ganz einfach, wenn du dir mal unsere Fraktionswebsite anschaust, wir haben Sprecher für alle möglichen Positionen. Und das Witzige ist, diese gesamten Sprecher tauchen auch in der gesamten Presse überall auf. Also Philipp Magalski ist ständig in der Presse, wenn es um T-Shirts gibt. Fabio Reinhardt ist ständig in der Presse, wenn es um Integration etc., Arbeitsrechte, Asylgerechte geht. Mittlerweile auch, da er bei uns im Hauptausschuss sitzt, auch bei diesen Themen. Ich bin dauernd im RBB, wenn es darum geht, um irgendwas zum Haushalt zu sagen etc. Das sind einfach die Themen. Und da muss man einfach noch bedenken, dass die Presse auch ein bisschen anders funktioniert. Die Presse fragt auch immer gerne, wenn wir Regierungserklärungen haben, ist immer die Ramona Pop da vorne, obwohl die keine Ahnung von dem Thema hat und nicht reden kann. Aber die Presse will diese Leute. Wir haben dann die Möglichkeit. Also wir schicken ja auch immer unsere Leute dann dahin. Also es ist auch kein, also ich stand auch schon neben der Ramona Pop und neben den anderen Fraktionsvorsitzenden, die dann irgendwas erzählt hatten und habe ich mein, wo ich als Sprecher war. Aber die Öffentlichkeit kommt auch von Machen, von Anfragen und dann macht man es auch einfach. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, die Anfragen überschreiten auch das, was man tun kann. Wenn ich als PGF zum Beispiel am Mittwoch, da habe ich die PGF-Runde, dann Unterausschuss Vermögen, dann geht es in den Hauptausschuss weiter und das ist bis nachts. An diesem Tag kann ich kein einziges Interview geben, außer es ist zufälligerweise zu meinem Themengebiet und die kommen zufälligerweise in den Hauptausschuss. Alles, was an diesem Tag passiert, muss von anderen Leuten gemacht werden. Es ist einfach eine Verteilung der Aufgaben und wir haben uns als Fraktion darauf verständigt, dass Christopher als, wir haben ja eine Doppelspitze an der Stelle, nach außen hin mehr fungieren soll, dass er mehr von dieser Presse abfangen soll, um zum Beispiel auch es zu ermöglichen, dass andere damit weiterarbeiten können. Das ist extrem effektiv, wenn sich auf einige konzentriert, weil dann haben andere die Möglichkeit, an ihren Themen zu arbeiten, zu ihren Themen was zu sagen und müssen sich nicht zu jedem Scheiß äußern. Und das ist extrem vorteilhaft. Ja, vielen Dank für die Antwort. Darf ich auch noch? Ja, als jemand, der vielleicht nicht so präsent in der Presse ist, würde ich vielleicht auch noch meine Sicht dazugeben. Das ist natürlich auch eine Frage, wie die Presse funktioniert. Die bringt natürlich auch nicht jeden Beitrag. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas Thematisches in der Presse sage, habe ich schon des Öfteren gemacht, zum Tempelhofer Feld, zum Mauerpark oder sonstiges, kommt das nicht unbedingt dann im RBB auch in der Abendschau, also wird nicht unbedingt gesendet, weil die senden auch nicht alles, was sie aufnehmen. Wenn ich dann aber zum Beispiel mich bei der Fraktionssitzung hinstelle und sage, ich kandidiere hier auf den Fraktionsvorstand, weil das einfach demokratische Wahl sein soll, dann bringen die das plötzlich, da stürzen sie sich drauf, das ist aber im Grunde kleiner Kikifax für mich jedenfalls und das ist einfach eine Frage, wie die Presse funktioniert, die wollen nicht immer die Themen, die wollen lieber die kleinen Skandälchen. Ja, das ist mir schon klar und ich finde, wenn es diese Vereinbarung gibt, dann sollten wir, aber ich habe noch eine Frage, bitte. Ja, dann eine Frage und kein Zwiegespräch, also wir haben keine Redezeitbegrenzung beschlossen, okay. Dann sollten wir aufhören, Christopher Lauer zu bashen, wenn es die Vereinbarung gibt, dass er diese Dinge in der Presse am ehesten abfängt. Die zweite Frage ist, Christopher, du hast gerade, es gibt relativ wenig Beteiligung und es könnte etwas entstehen, wie wir die Piratenpartei hier unten und da oben die Gewählten. Das ist ein Prozess, der offensichtlich stattfindet und die Frage ist, wie können wir diesen Prozess verhindern? Wie können wir verhindern, dass wir immer nur beteuern, die Basis muss sich beteiligen und sie macht es dann nicht. Was passiert da? Ist es vielleicht so, dass die
die, es stimmt ja auch, dass relativ wenig Leute heute hier sind von den 3.800 und dass die Halle relativ klein ist. Liegt es daran, dass Piraten in der Basis sich zurücklehnen und sagen, naja, jetzt haben wir diese Abgeordneten da oben, die werden das schon irgendwie machen. Mitglied zu werden ist relativ einfach, sich zu beteiligen ist ein viel schwierigerer Prozess. Ja, danke. Fragezeichen. Also was ja. das ihr da oben betrifft, würde ich mich freuen, wenn man da einfach mal ein generelles Umdenken beginnt und es nicht als eine Chefetage ganz oben betrachtet, sondern als einen stinkenden, dreckigen Maschinenraum im Keller betrachtet, in dem da Leute arbeiten und den Input von oben umsetzen. Ja, so, dann bitte ich den nächsten Fragenden. Hallo, ich bin Sebastian aus Friedrichshain. Es ist unschön, beschimpft zu werden, da stimme ich Christoph auf jeden Fall zu. Ich bin Teil der Basis. Als Teil der Basis bin ich gerade eben beschimpft worden, dass ich nichts tun würde. Das finde ich sehr unschön. Ich glaube, die meisten Leute, die hier sind, tun was. Deshalb sind sie auch hier. Das sind aber 5%. Mir wird von hinten gesagt, das wären 5%. Das waren die 5%, die gerade eben angesprochen wurden. Es wurde gesagt, das muss da... Kannst du bitte ruhig sein? Es muss dafür gesorgt werden, dass wir besser kommunizieren. Sehe ich auch so. Ich habe im Februar einen fertig formulierten Antrag an die Piratenfraktion geschickt, an zwei Mitglieder, werde ich nicht nennen, welche das waren. Dann ist nichts passiert, dann habe ich hinterher getwittert, dann ist nichts passiert. Dann hat im April, soll ich nochmal? Dann hat im April die Grünen-Fraktion diesen Antrag eingebracht, nachdem der Antragsteller es vergeblich probiert hat, bei den Piraten unterzubringen. Das ist schlecht. So. Und das ist das, was meine Erfahrung als Basis im Frühling war, wie die Kommunikation mit der Fraktion funktioniert. Finde ich blöd. So. Ja, kann man nachvollziehen. Ich muss sagen, man muss auch mal das Positive sagen, ich habe einen neuen Antrag angebracht, der ist durchs Liquid gegangen und da hat Simon und Fabio haben sich schön um den Antrag gekümmert und ich bin zufrieden, dass das so läuft und ich möchte die Leute bitten, sich dann an Simon und Fabio ein Beispiel zu nennen, dass man mit der Basis kommunizieren kann, dass man die Basis nicht beschimpfen muss und dass konstruktive Kritik teilweise hilfreicher ist. Dankeschön. Das war, glaube ich, keine Frage. Eine Frage, wie ihr das umzusetzen gedenkt. Nee, du musst nicht eine Frage stellen, du darfst auch einfach was sagen. Also ich habe nie gesagt, also es heißt Aussprache, nicht Fragerunde. Ne? Lies die Tagesordnung und so. Ich möchte darauf hin, Herr, da steht Aussprache. Ja, Versammlungsbeschimpfung. Ich bitte, übrigens, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, dass wir so bei 1 Minute, 2 Minuten bleiben, also nicht böse sein, aber wenn ihr euch am Mikro unter 1 Minute halten könnt, wäre das nett, aber ich werde nicht genau drauf achten. Mache ich gleich mal einen Levelmacher-Faktor geltend. Ja, mach das. So, Scherz beiseite. 0,4. Nicht daran. Christopher, du sprichst die Basisbeteiligung an. Also wir haben ja das Legal Squad gegründet, du warst ein paar Mal da und ich habe zunehmend den Eindruck, dass Entscheidungen irgendwie getroffen werden ohne Basiseinbindung. Ich mache das mal an zwei Beispielen fest. Einmal die Sache mit dem Zoll. Da ist der Antrag an dem Tag ins Parlament gegangen, wo er auch anscheinend ins Liquid gegangen ist. Es gab dann doch eine Gegenmeinung innerhalb der Fraktion zu. Zweiter Punkt, Urheberrecht. Eines unserer Kernthemen. Ich finde das löblich, dass du natürlich uns programmatisch da auch weiterentwickelst und auch was liefern willst halt. Aber da einen Antrag über 14 Seiten, einen Gesetzesvorschlag einzubringen, ohne damit... die gesamte Partei einzubinden, finde ich sehr merkwürdig. In dem Zusammenhang gab es ja auch irgendwie so ein Arbeitstreffen, was relativ kurzfristig angekündigt worden ist, wo unter anderem auch zwei Rechtsanwälte beratend tätig waren. Wir haben da mal nachgefragt, also mein Freund Nutella, der war da ein bisschen härter hinterher, den frage ich jetzt mal stellvertretend, also für ihn bin ich jetzt stellvertretend hier, da haben wir nachgefragt, wer war denn das überhaupt? Also da findet überhaupt, also das ist immer... Da kann eine Einflussnahme von außerhalb stattfinden durch Beratung und wir wissen nicht, wer es gewesen ist. Ja, das war halt die Frage, wird das in Zukunft öfter passieren? So, erste Sache mit dem Zoll, die wurde ausgearbeitet in der Fraktion, wurde von der Fraktion nach einer etwas heftigeren Diskussion beschlossen und es stimmt, dass dieser Antrag dann in dieser Fraktionssitzung durch Fabio dann an euch gegeben worden ist, was dann dazu geführt hat, dass der Mitarbeiterin, die diesen Antrag ausgearbeitet hat, vorgeworfen würde, sie hätte da juristisch nicht sauber gearbeitet, sie per Mail wohl dann auch
angegangen worden ist, von wegen, was sie denn da gemacht hätte, und sie ziemlich scheiße drauf war und sie gesagt hat, wenn sowas nochmal passiert, dann kündige ich. Das ist natürlich auch super. Es gab dann danach eine Liquid-Feedback-Abstimmung und die Abgeordneten haben sich dementsprechend im Plenum verhalten. Ich glaube, das war der Antrag mit der geringsten Zustimmung, die es jemals in diesem Parlament gab, weil irgendwie zwei Leute dafür gestimmt haben und der Rest irgendwie dagegen oder sich enthalten. Wie gesagt, das ist die Sache gewesen. Was das Urheberrecht angeht, folgendes. Wir sind eine Fraktion in einem Landesparlament. Als solche setzen wir Anträge, also unser Programm in Gesetzesinitiativen um. Das machen wir zum Beispiel mit dem Paragraf 265a Strafgesetzbuch mit dem Schwarzfahren, was wir auf unserer Landesmitgliederversammlung beschlossen haben, also dass wir das Schwarzfahren im StGB abschaffen wollen, haben wir eingebracht. Bei dieser Urheberrechtsgeschichte ist es so, dass wir auf unserem Bundesparteitag einen Antrag, ich glaube PA 149, verabschiedet haben. Ja? Und das ist Beschlusslage der Piratenpartei und ich habe im März einen Referenten in unserer Fraktion damit beauftragt, diesen Antrag umzusetzen, und zwar die Teile dieses Antrages, die man auf Bundesebene umsetzen kann. So, wie gesagt, es war ein Beschluss unserer Partei aus dem Dezember in Offenbach, wird umgesetzt. So, der ist jetzt, nachdem er ausgearbeitet worden ist, in Liquid Feedback. Und wenn die Partei auf Bundesebene sagt, nee, wir finden das doof, wir wollen das nicht haben, dann können andere das noch irgendwie gerne verwenden oder als Grundlage benutzen, um ihre Arbeit irgendwie weiterzumachen. Aber dann hat die Partei gesprochen. Wenn irgendwelche Leute ihr, weiß ich nicht, Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ausarbeiten und da möglicherweise auch nicht alle Menschen in diesem Prozess involviert waren oder sonst irgendjemand einen Antrag erstmal im stillen Kämmerlein schreibt und dann ins Liquid Feedback kippt, wird halt darüber abgestimmt und danach nochmal auf dem Parteitag. So, und genau dasselbe passiert da auch. Wenn sich diese, wenn wir uns das als Partei wünschen und sagen, okay, bevor irgendein Antrag überhaupt irgendwie ausgearbeitet wird, muss das in enger Absprache mit der Partei sein, ja, dass wir also, obwohl es kein imperatives Mandat gibt, sowas wie ein imperatives Mandat einziehen und wir irgendwie sagen, okay, alles, was nur von der Fraktion ausgearbeitet wird und erst nach Ausarbeitung in Liquid Feedback eingestellt wird, ist halt schlecht, weil wegen dem Prozess, unabhängig davon, was da inhaltlich drin steht, kann ich mit leben. Dann hätte ich gerne hier einen Beschluss auf dem Parteitag, ja, die Piratenfraktion möge, bevor sie anfängt zu arbeiten, erstmal die Basis konsultieren, ob sie arbeiten soll, würde meinen Arbeitsalltag auch sehr entzerren. Und ja, hätte ich wieder mehr Zeit auf Stammtische zu gehen. Vielen Dank. Ja gut, ja. Kurzer Nachtrag, wir haben ja das Vernetzungstreffen, also das lief dann in letzter Zeit nicht mehr so gut. Wir arbeiten so dran. Ich würde da auch gern noch was ganz Hässliches zu sagen. Nachdem aber geht auch in die Ernst. Bis danach kann dann, das war diese Mikrobasteltechnik, wie beschäftigen wir einen redenden Abgeordneten? Ne? Ja. Das mit dem Kernthemen, das ist ein ganz schwieriges Thema für mich. Ich bin da in diesem Ausschuss Vorsitzender. Wir haben ja diese Kernthemen Urheberrecht, Datenschutz, Informationsfreiheit. Ich würde sagen, Open Data gehört auch noch dazu. Kann man jetzt im Bereich digitale Verwaltung zuordnen? Und wir haben in dieser Partei, in dem Moment, wo irgendjemand, der einen Titel, Mandat, Amt sonst wie trägt und etwas macht, immer gleich die Rufe, ey, das ist ja alles top-down, es geht jetzt nicht. So, dementsprechend habe ich halt... Wir haben darüber nachgedacht, diskutiert, keine Top-Down-Squad-Gründung aus dem AGH herausgemacht zu diesen Kernthemen. Ja, ich bin da in diesem Ausschuss Vorsitzender und der Simon ist da beratendes Mitglied und das ist dieser Ausschuss für digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit. Und da gab es bisher keine Initiative aus der Basis. Es gab keine Squad-Gründung. Okay, es gab eine. Wieso ist die nicht bei mir auf dem Schreibtisch gelandet?
Okay, wie wir schon gesagt haben, wir müssen tatsächlich an diesen Prozessen arbeiten. Es ist das erste Mal, dass eine Piratenpartei in landesweit eine Fraktion hat. Aber der Punkt ist, es gibt kein Squad. Es gibt kaum Input. Es gibt viel Kritik, wenn irgendwas gemacht wird. Aber da ist nichts. Dann hat sich eine Gruppe 42 gegründet, die sich mit Kernthemen beschäftigt. Alle haben sie gebasht. Ich habe sie eingeladen und gesagt, cool, endlich, hey, eine Gruppe, die Kernthemen bearbeitet. Gib mir euren Input. Als Ergebnis wurde ich vom netzpolitischen Sprecher der Gruppe 42 von Simon Lange öffentlich beschimpft. Input kam da auch nicht. Das ist für mich ganz schwierig, weil ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt da krasse Sachen einbringe, dann kriege ich von einem Viertel der Partei aufs Maul. Wenn ich eine Squad gründe, ist das top-down. Wenn ich es nicht mache, gründet sich keine Squad. Und ich habe dafür keine Lösung. Wir sind jetzt hier, um darüber zu reden, und es würde mich deutlich freuen, wenn es Lösungen dazu gibt. Ich kriege gelegentlich Input, jetzt bin ich im Wirtschaft, Forschung, Technologie, da gibt es mehr Input, und dann sage ich, ja cool, lass uns irgendwie brainstormen, Kaffee trinken, eine Liquid-Ini draus machen und das Ganze in den Ausschuss einbringen. Aber das kann nicht die Lösung sein, dass ich mit der ganzen Basis Kaffee trinke. Ich trinke sehr gerne Kaffee und momentan ist auch noch viel Platz und Zeit zum Kaffee trinken, aber das skaliert nicht. Und daher tatsächlich so, wie machen wir das? Und ich bin, wenn wir oder wenn ich es mache, dann ist es top-down und deshalb muss da auch ein bisschen was kommen. Und es soll jetzt keine Basisbeschimpfung sein, aber ich würde da gerne mal darstellen, dass das alles gar nicht so einfach ist. Zumindest für mich. So, dann können wir die nächste Frage machen? Es wird halt immer mehr. Ja, hältst du dich kurz? Ja, ich versuche es. Okay, dann mach. Also es ist mir jetzt schon noch ein Bedürfnis, was dazu zu sagen, zu den Punkten, die Christian angesprochen hat, weil mir das jetzt ein bisschen zu sehr in Richtung Basisbeschimpfung geht, insbesondere in Angesicht der Tatsache, dass die beiden Punkte, die er angesprochen hat, ja tatsächlich, naja, im Ergebnis ziemlich schlimme Fails waren. Ich versuche das mal so ein bisschen aus der Perspektive der Fraktion zu sagen, weil wir sind ja hier in der Aussprache mit der Fraktion und nicht in der Aussprache mit einzelnen Fraktionsmitgliedern. Bei der Urheberrechtssache ist das eigentlich relativ einfach, weil da lief nie irgendwas durch die Fraktion. Da gab es nie einen Fraktionsbeschluss, da gab es nie eine Beauftragung, da ist nichts passiert. Das hat mit der Fraktion, hat der ganze Vorgang eigentlich nichts zu tun. Außer dass da Fraktionsressourcen benutzt wurden, dass dann am Ende was über die Fraktionspressestelle gelaufen ist. Das war ein Fail, das war aber an der Stelle gewissermaßen kein Fail der Gesamtfraktion, so wie ich das jetzt so sagen kann. So. Der Antrag zu den Zollbeamten, das ist natürlich suboptimal gelaufen, das wurde ja schon erwähnt. Es hat am Ende damit geendet, dass ein Antrag, den wir als Fraktion eingebracht haben, dann im Plenum von zwei Fraktionsabgeordneten befürwortet wurde. So soll es natürlich nicht sein. Damit macht man sich auf die Dauer auch nur lächerlich, unabhängig von allen anderen Fragestellungen. Ich denke, dass wir daraus gelernt haben, weil wir haben danach auch über das Thema diskutiert, wir haben danach auch tatsächlich auf Initiative von Christopher einen Beschluss in der Fraktion, also zumindest so eine Leitidee, wie wir mit Anträgen umgehen wollen, dass wir Dinge erstmal durch Liquid angehen, und wir haben seitdem auch mehrmals Anträge unabhängig vom Inhalt, die in der Fraktionssitzung eingebracht wurden, die nicht durch Liquid Feedback gelaufen sind, auch tatsächlich abgelehnt. Das bezieht sich zum Beispiel auf den Antrag mit anonymen Bewerbungen, wo es gar nicht so viel inhaltliche Kritik gab, den wir einfach nochmal durch Liquid gejagt haben und jetzt, wo er da positiv durchgelaufen ist, eingebracht haben ins Parlament. Und ich glaube, an der Stelle haben wir so als Fraktion, das war vor dem Zoll. Na gut. Nee, ich glaube nicht, aber egal. Der Punkt ist, ich glaube trotzdem, dass wir da als Fraktion daraus gelernt haben an der Stelle. Also das ist das, was ich dazu sage. So, dann kommen wir mal zur nächsten Frage, bitte. Ja, ich spreche mal nicht als Basis, sondern als BVV. Ich habe auch mit der Kommunikation mit euch ein Problem. Es gibt unendlich viele Schnittstellen in der BVV-Arbeit, wo ich sagen muss, hoppla, ich brauche dazu das AGH. Und ich schreibe eine Mail oder was auch immer, es kommt kein Echo. Und das, denke ich, solltet ihr abändern, dass zumindest eine Nachricht kommt, ist angekommen, es macht der oder der oder der macht da was, oder auch wenn es Fragen sind, die etwas brennen, wir warten selbst auf eine Antwort. Auf jeden Fall ein bisschen Echo, dass man weiß, es läuft was und man nicht in den schwarzen Raum spricht, wäre sehr angenehm.
Das war keine direkte Frage. Dann kommen wir zum nächsten Redner/Frager. Ja, mein Name ist Rolf von den Obernauten, Friedrichshain-Kreuzberg. Ich denke auch, es geht überhaupt nicht oder kann nicht gut sein, sozusagen mit gegenseitigen Schuldzuweisungen zu arbeiten. Wer gibt jetzt hier mehr Input oder auch nicht? Fraktion, Basis, Squad, wer auch immer. Wir machen seit Dezember einmal im Monat einen Infostand am Chamisso-Platz und da merken wir, wie sozusagen sich, wenn man noch den Dezember nimmt, wo auch wir sehr viel Zustimmung hatten, sozusagen immer auch noch so ein bisschen die Euphorie zu spüren war. Und wenn man jetzt so die letzten Infostände sieht, merkt man, dass die Leute, die uns ansprechen aus der Bevölkerung, deutlich kritischer geworden sind. Das heißt, sie sagen, Mensch, jetzt seid ihr fast ein Jahr da drin, was hat denn eure Fraktion eigentlich gebracht? Wie sind die Sachen, die Themen, welche Themen wurden besetzt? Welche Punkte, die bei euch im Wahlprogramm standen, werden da jetzt angegangen, so dass wir das auch mitkriegen? So jetzt, wir haben natürlich noch 4 Jahre Zeit. Also ich denke auch, es ist bisher ein gemischtes Ergebnis und ich finde deswegen das auch sehr gut, dass wir in Verantwortung des Landesvorstandes mit der Fraktion, mit den Squads, mit den Crews so eine Strategiekonferenz machen werden. Denn ich habe den Eindruck, dass oftmals vielleicht doch oder viele von euch so vor sich hin arbeiten, aber sozusagen die gemeinsame Schwerpunktplanung, gemeinsam an bestimmten Schwerpunkten zu arbeiten, das ist noch zu wenig. Ein konkreter Punkt für die Bezirke. Ich würde es sehr gut finden, wenn gerade die Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus sozusagen sich immer wieder als Fürsprecher der Interessen der Bezirke profilieren würde. Das hat viele Vorteile. Ihr könnt damit den Fraktionen in den Bezirken von uns Hilfe leisten, die sich zum Beispiel wie in Neukölln mit solchen Leuten wie Buschkowski rumzuschlagen haben. Das heißt, ihr stärkt deren Autorität auf Bezirksebene und wir haben die Möglichkeit, da auch viele CDU- und SPD-Leute in den Bezirken im Widerspruch stehen, in vielen Sachthemen zum Abgeordnetenhaus und zum Senat, sozusagen auch diese Blockstellung, unter der ihr ja auch zu leiden habt von den Regierungskoalitionen, diese doch aufzuweichen oder aufzubrechen. Also das wäre so ein konkreter Punkt. Letzte Sache zur Schnittstelle. Die Schnittstelle mit Monika ist eine gute Idee, aber sie funktioniert so nicht optimal. Ich habe den Eindruck, das ist leider manchmal so eine Art Einweggeschichte. Das heißt, Sachen von euch werden ins Liquid gekippt, da kommt dann alles an. Aber umgekehrt sozusagen, dass Sachen vom Liquid bei euch in konkrete Anträge umgesetzt werden, ist etwas komplizierter. Die Schnittstelle vielleicht mal überlegen, beim Landesvorstand künftig anzusiedeln, damit sozusagen dann auch eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit gewährleistet ist. Martin, möchtest du da was zu sagen? Ja. Rolf, hörst du mir zu? Ja. Cool, danke. Zum Ersten, 4 Jahre, das ist Quatsch. Ihr glaubt mir nicht mehr ernst, dass wir noch 4 Jahre haben, um im Abgeordnetenhaus zu arbeiten. Wir haben demnächst eine Bundestagswahl, da wird hier helles Feuer sein, aber im Abgeordnetenhaus werden die Abgeordneten Wahlkämpfe machen. Da werden wir auch keine sachlichen Initiativen mehr durchbringen, egal wie wir uns bemühen. Und ihr erwartet von uns ja auch, dass wir Wahlkampf machen werden. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass wir gegen Ende der Legislaturperiode auch mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr vorher auch im Abgeordnetenhaus bloß noch Wahlkampf haben werden. Ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass da irgendwas Sachpolitisches passiert. Das heißt, die Zeit drängt viel mehr. Das nur mal dazu. Dann, deswegen auch nochmal, also um das um daraus was eine Empfehlung abzuleiten, stellt mehr Anträge ins Liquid. Stellt mehr Anträge ins Liquid, stellt mehr Anträge ins Liquid. Unterhaltet euch mit Jan Hemme, der, wie oft hast du es versucht? 3 oder 4 Mal? Und wie viele Anträge davon hat die Piratenfraktion übernommen? Alle. So. Und einer ist im Bundesrat gelandet. Ja? Und einer ist von der Koalition zumindest mit, ich glaube, sogar noch verstärkt worden, also ich glaube nochmal die Forderung nochmal verstärkt worden und übernommen worden und dann positiv abgestimmt worden. Das war die EU-Datenschutz-Sache ganz am Anfang. So, unterhaltet euch mit diesen Menschen, wenn ihr uns nicht glaubt, es ist möglich, es ist möglich, es ist möglich.
Punkt. So, und wir haben nicht genügend Zeit, das Ganze alleine zu machen. Das wollte ich ja nochmal mit der Sache unterstreichen. Wegen der Basisbeteiligung. Wir hatten da ja auch einen kleinen Vorfall, Rolf und ich, und den Bezirken. Ja, es ging um das Schulessen. Am 24. Im Übrigen ist der Aktionstag, heißt er, glaube ich, Schulverpflegung. Könnt ihr euch alle mal in euren Bezirken informieren. Im Abgeordnetenhaus wird auch etwas stattfinden. Dort haben wir einen Antrag eingebracht, weil es gerade ein tagespolitisches Thema war, ohne Liquid zu fragen. Das war blöd. Rolf hat sich bemüht und Rolf hat diskutiert und hat leider aber nicht direkt mit mir diskutiert, sondern mit unserem Referenten, sonst hätte ich davon eher erfahren. Wir haben dann eine Liquid-Initiative gemacht, die sind jetzt durch. Rolfs Vorschlag mit den 42% Beteiligung, was bedeutet bei mehr Qualität bleibt die Elternbeteiligung gleich beim Schulessen, ist jetzt auch positiv beschieden worden. Das heißt, jetzt wo die Änderungsanträge, und ich wurde ja auch kritisiert, dass ich alle Änderungsanträge schon eingebracht habe, bevor sie durch Liquid sind, kann ich jetzt in den Ausschüssen so diskutieren, dass ich das Liquid-Votum mit einbeziehe. Das heißt, da ist auch nichts verloren, wenn wir auf Tagespolitisches reagieren. Und noch etwas, dadurch, dass wir auf Tagespolitisches reagiert haben und einfach mal eine Entscheidung getroffen haben, also besser gesagt ich und zum Beispiel die also es gibt so eine Preisschwelle für ein Schulessen, die haben wir in unseren Anträgen auf 3,50 Euro festgelegt. Jetzt ist Ende letzter Woche eine Studie rausgekommen, die unsere Schätzung, unsere Entscheidung vom Juni bestätigt. Das heißt, wir können uns jetzt hinstellen und sagen, wir haben im Juni schon gewusst, was gebraucht wird, wir haben es durchs Liquid gestellt, wir haben nochmal Änderungsanträge eingebracht und können jetzt im Ausschuss mit breiter Front diskutieren. So kann das funktionieren, auch wenn man sich mal zwischendurch streitet, da ist nichts verloren. Stellt Anträge ins Liquid Feedback. Stellt Anträge ins Liquid Feedback. Hm. Ja. Ja, nächster. Ja, mein Name ist Ingo. Was ich eigentlich von euch vermisse, das, was ich letztes Jahr auch schon mal angesprochen habe bei der letzten Landesmitgliederversammlung, euer persönliches Erscheinen bei den Squads. Weil ich denke, persönliches Erscheinen bei den Squads der Abgeordneten motiviert auch mehr. Weil wenn man sich von Gesicht zu Gesicht unterhält bei einer Squad-Sitzung, zeitlich kann es für euch ja nicht immer funktionieren, dass ihr sagt, na gut, dann habe ich den Termin, dann habe ich den Termin, habe ich auch Verständnis. Aber dann kann man auch bei den Squad ansprechen und sagen, pass mal auf, ich würde gerne kommen, aber ich kann den Tag nicht. Wie könnt ihr den Tag verlegen, dass wir kommen können? Es ist für mich eigentlich wichtig, weil ich das letztes Mal auch schon angesprochen habe, und aber am nächsten Tag war dann Haushaltsquad-Sitzung, da waren auf einmal 4 Abgeordnete da. Das ging dann einige Zeit, dann waren sie wieder verschwunden. Und das passiert in vielen Squads. Und wir hatten auch schon Punkte gehabt, dass vielleicht uns einige Squads schon bald um die Ohren geflogen wären, weil sich die Abgeordneten zur Motivation dann nicht sehen gelassen haben. Danke. Und ich hoffe, vielleicht ist die Frage, gibt es da eine Möglichkeit, dass wir da enger und uns öfters persönlich sehen? Ob ihr da eine Möglichkeit seht, da irgendwie das einzuteilen? Zeitlich. Ja, ich habe eben noch einen GO-Antrag, Moment, von Michael, ich denke mal auf Schließung der Rednerliste. Ja, clever erkannt, wir können Gedanken lesen. So, dann lasse ich darüber abstimmen. Moment, nein, wir lassen noch gar nicht darüber abstimmen. Gibt es Gegenrede? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit ist die Rednerliste geschlossen. Und ich bitte alle, die noch reden wollen, sich jetzt zum Ende zu begeben. Michael Ebner ist bis jetzt der Letzte. Willst du auch? Nö. Okay, dann zähle ich jetzt runter. 3, 2, 1. Winkt noch jemand? Nicht. Dann ist Michael Ebner der letzte Redner und wir fangen, ich glaube, Alexander, du wolltest antworten? Oder Phil antwortet. Dann mag der Phil bitte antworten. Ja, du hast recht, die Zusammenarbeit mit den Squads ist sicherlich nicht optimal. Ich denke, es liegt einerseits an unserer Arbeit, dass wir im Abgeordnetenhaus manchmal so ein bisschen eingeschlossen sind. Ich bin eigentlich der Meinung, der Abgeordnete gehört nicht nur ins Haus, sondern raus auf die Straße zu den Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen müssen wir das auf jeden Fall optimieren. Ich versuche in meinem Bereich mit den Squads zumindest gut zu kommunizieren, auch wenn ich da nicht immer vor Ort sein kann. Also im Moment ist es im Tierrechts-Squad ganz gut. Da bin ich öfter, weil das auch so mein Kernthema ist. Mit dem Squad Umwelt und Wirtschaft ist eine ziemlich gute Zusammenarbeit. Die bringen halt auch wirklich Anträge rein und ins Liquid, und da sind wir in ganz guten Kontakt. Und
Ich glaube, dass wir das verbessern können, wenn wir das alle wollen. Ich kann nur noch mal an alle Squads appellieren, ladet uns ein, jeden von uns, und ich denke, wir werden kommen. Danke. So. Ja, dann kommen wir zum nächsten Redner, Michael. Ja, hallo. Wir finden ja alle Liquid Feedback gut. Wir finden alle Kommunikation sehr, sehr gut. Wir finden alle die Zusammenarbeit zwischen Basis und Abgeordnetenhaus oder überhaupt allen Mandatsträgern super gut. Die muss zwar ausgebaut werden, aber das ist doch das, was wir wollen. Jetzt meine zwei Fragen. Warum beantworten einige von euch entsprechende Mails nicht? Und die zweite Frage, macht ihr Unterschiede? Wer möchte? Okay, es bitte. Es wäre hilfreich, wenn die angesprochenen Personen wissen, worum es geht, weil ich weiß nicht, ob ich eine Mail nicht beantwortet habe oder ob sie in den 15.000 Mails nicht. Pro Tag einfach untergegangen ist. Also einfach, einer von euch hat vielleicht, es hilft nicht, das macht versachtlich die Debatte hier auch nicht. Es geht um mehrere Mails und ich möchte jetzt keinen unbedingt rauspicken, sondern ich wollte einfach nur eine grundlegende Antwort haben, beantwortet ihr Mails? Und wollt ihr das wirklich tun? Ja oder nein? Ja, ich beantworte Mails. Wenn ich Mails nicht beantworte, verprokrastiniere ich das oder bin gerade völlig landunter mit dem Real Life. Und nein, ich mache keine Unterschiede, egal wie sehr mir Leute auf die Nerven gehen. Dankeschön. So, nächster. Björn nochmal. Wie sieht es denn aus, euer Plan, es wurde jetzt ein paar Mal schon angesprochen, die Zusammenarbeit mit der BVV oder mit dem Landesverband allgemein zu organisieren? Also ihr habt euch jetzt wahrscheinlich irgendwie einen Jahrplan gemacht. Phil hat gerade gesagt, er hätte gern Einladung. Die Frage allgemein hättet ihr euch sicherlich auch gestellt haben. Es gibt ja Themen, die auch in Squads behandelt werden. Es gibt Anfragen per E-Mail, die thematisch sind. Was war oder ist euer Plan, wie ihr auf diese Menschen eingeht? Bei einigen Sachen klappt es ja, wie Martin mit dem BER auch gesagt hat. Ja, das würde mich halt interessieren. Und der andere Bereich, wie ist die Idee, ein Feedback zu geben den Leuten, die euch schreiben, weil man schreibt wirklich teilweise, kriegt man nicht mal eine Antwort, ob die Mail angekommen ist. Sie findet keinen Einfluss und einfach die offene Frage, was ist der Plan? What's the plan? So, bitte. Ganz kurz. Also ich kann es jetzt nur für mich beantworten. Ne? Also ich nehme mal das Beispiel Squad-Bildung raus. Wir hatten da auch zu Anfang und auch eine ganze Weile ist immer ein Problem, wenn eine Sitzung des Squads donnerstags ist für mich, weil entweder Bildungsausschuss oder Plenum ist. Das ist jetzt nicht mehr so, aber ich habe auch andere Termine mit dem Untersuchungsausschuss. Das heißt, Präsenz ist für mich sehr schwierig. Was aber inzwischen sehr gut funktioniert, da kann vielleicht auch Andreas mal was dazu sagen, also nach der Aussprache, ist über kleine Anfragen zu arbeiten. Es gibt jetzt Positionspapiere, die ausgearbeitet werden vom Squad, die ich sehr interessant finde, Liquid-Initiativen, Autonomie von Schulen, die ganze Diskussion über die Schulpflicht und die Bildungspflicht, wo wir versuchen, eben Informationen aus den kleinen Anfragen, aus den Antworten in das Squad zu tun und umgekehrt. Wo wir uns Anregungen für Anträge holen und versuchen, die zu unterfüttern und gleichzeitig den inhaltlich arbeitenden Piraten versuchen, dabei zu unterstützen, dass die Positionspapiere, die Programmanträge und sowas besser werden. Das ist eine Sache, die, ich glaube, jetzt auch immer besser funktionieren wird. Wie gesagt, es kommen ja auch noch Positionspapiere, die schon mit dem Abgeordnetenhaus besprochen wurden bei uns. Für die Kommunikation kann ich nur sagen, wenn man an eine allgemeine Adresse schreibt, zum Beispiel, wir haben ja diese Post-Ad-Adresse, dann ist das immer schwer, weil dann hat man ein Hop und zwei Hop und drei Hop und vier Hop, bis es irgendwann mal bei jemandem ist, den es tatsächlich betrifft. Wir haben aber diese Ausschuss-E-Mail-Adressen, das heißt, wenn man schon weiß, um welches Thema es geht, findet man bei uns auf der Seite, kann man auch direkt diese Ausschuss-E-Mail-Adressen anschreiben und dahinter versteckt sich auch immer ein Referent. Und ich sage zum Beispiel ganz ehrlich, weil ich so viele Mails habe und vieles auch verprokrastiniere, wenn ihr im Bereich Bildung oder Wissenschaft mit unserem Referenten redet oder über diese Ausschuss-E-Mail-Adresse kommuniziert, ist mir das lieber, weil ich da weiß, da kriegt ihr auf jeden Fall eine Antwort und ich werde darüber informiert und wir kommen ins Gespräch, machen ein Treffen und ähnliches. Das ist das, was ich empfehlen kann, zumindest was meine Arbeitsweise angeht und es funktioniert auch immer besser. In der Vergangenheit hat das nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, das bauen wir noch aus.
Ja, kurze Sache. Nur eine Nachfrage. Ja, kein Ding. Ich wollte nur eben Bescheid sagen, die Leute, die noch nicht akkreditiert sind, weil es ja bald wieder ernst wird, die Akkreditierungsstelle hat jetzt wieder geöffnet. Hier links neben der Bühne. Wenn jetzt allerdings alle gleichzeitig rennen, ihr versteht, was ich damit meine. Also ihr könnt euch auch noch ein bisschen Zeit lassen. Und jetzt hast du wieder das Wort. Kleine Nachfrage zu den kleinen Anfragen. Du hattest das vorhin ja auch schon mal angesprochen. Die stellt ihr ja relativ spontan und ohne Liquid Feedback. Wahrscheinlich ist es eine Frage der Arbeitsweise, der Zeit. Wie sieht es denn aus? Dich hat es auch einmal getroffen. Wenn du jetzt eine kleine Anfrage stellst, mal eine Idee hat, da fehlt noch irgendwie was, die Ecke hast du irgendwie vergessen, wie hättest du denn gerne, oder auch die anderen, also die Frage geht offen an alle, wie hättet ihr gerne das Feedback, diese kleine Anfrage zu verbessern, ohne dass man jetzt gleich wieder eine neue kleine oder große Anfrage okay. ausmacht? Also kleine Anfragen sind keine Anträge, da werden keine Entscheidungen abverlangt, deswegen lehne ich das auch ab, das erst durch Liquid Feedback laufen zu lassen. Wir können so viele kleine Anfragen stellen wie möglich, wie wir irgendwie wollen. Das heißt, wenn ihr ein Feedback habt, wenn da noch irgendwie eine Frage vergessen wurde, eine Folgefrage ist, stellt man eine folgekleine Anfrage. Wenn die nur aus zwei Fragen besteht, dann besteht die nur aus zwei Fragen. Wenn die nur aus einer Frage besteht, dann besteht die nur aus einer Frage. Alles okay. In dem konkreten Fall waren die einzelnen Fragepunkte einfach schlecht. So, da hätte ich mich geschämt, die zu stellen. Darüber kann man dann aber auch diskutieren. Und was das Einfachste ist, macht ein Pad auf und benutzt die E-Mail-Adresse, die ich gerade gesagt habe, weil dann ist es auch mit den Hintergrundinformationen, die die Referenten vielleicht haben, nochmal zu verbessern und genauer zu formulieren. Und ansonsten, ja, stellt so viele kleine Anfragen, wie irgendwie euch in den Sinn kommen, wenn ihr irgendwie in der U-Bahn sitzt und sagt, oh, das wollte ich jetzt mal wissen, warum ist denn das gerade mit der BVG so und so, dann tippt das in euer mobiles Endgerät ein, schickt eine E-Mail an die Ausschussadresse, dann kann das auch funktionieren. Je öfter, desto besser. Und im Übrigen, also ich habe, glaube ich, bis auf, also Alexander Spieß ist sehr aktiv und ich glaube auch Fabio. Ich hatte am Ende der Parlamentspause mal reingeguckt, hatte ich ein Viertel aller kleinen Anfragen der Abgeordnetenhausfraktion und die Hälfte davon kam aus der Piratenbasis oder von interessierten Verbänden, jetzt so Lehrerinnen und solche Sachen. Das funktioniert schon. Eine Sache, bevor ich dem Nächsten das Wort erteile, ist eigentlich immer ganz toll. Sonntagmorgens sind die Leute von sich aus leise, weil sie noch nicht wach sind. Jetzt werden die Ersten offenbar wach. Ja, das ist schön. Herzlich willkommen im Leben, aber bitte trotzdem leise sein. So, wir kommen dann zum Nächsten, bitte. Ja, moin, ich bin Bastian. Zuerst wollte ich irgendwie was Kritisches auch sagen, aber ich habe mir überlegt, nach den ganzen Fragen jetzt und nachdem wir sowieso schon öfter festgestellt haben, dass wir offensichtlich irgendwie unsere Kommunikationswege optimieren müssen. Das betrifft übrigens nicht nur die Kommunikation AGH-Basis, sondern auch innerhalb der Basis zum Beispiel. Ich will einfach mal für mehr Verständnis oder zumindest den Versuch von Verständnis werben. Also wenn zum Beispiel Christopher sagt, dass es halt eine sehr krasse Erfahrung ist, in der Öffentlichkeit ständig wahrgenommen zu werden und so, dann müssen wahrscheinlich die meisten von uns akzeptieren, dass wir diese Erfahrungen selbst einfach nicht haben und da auch einfach mal zuhören müssen und auch wenn wir es nicht direkt nachvollziehen können, einfach mal glauben, dass das halt eine Belastung ist. Zweitens, aber auch andersrum, ich nehme jetzt auch wieder Christopher mal so als Beispiel. Du sagst halt, du bist wahnsinnig überarbeitet, du hast keine Zeit, das ist eigentlich nur ein Halbtagsjob, du bist aber mindestens 40 Stunden beschäftigt. Ich bitte dich aber nicht zu vergessen, dass vielen Leuten aus der Basis das nicht unbedingt anders geht mit der Arbeitsbelastung. Viele von uns haben auch 40-Stunden-Jobs, viele von uns machen dort auch Überstunden, machen nebenbei noch Piratentätigkeit. Schreiben Anträge und so weiter, auch kleiner Bezug auf Martin hier, du sagst, macht Anträge, ist halt auch für die Basis nicht immer ganz leicht, auch wenn man Neupirat ist vor allem, weiß man noch nicht genau, mit was kann ich mich jetzt raustrauen, man kommt in die Crew, kriegt mit, da wird darüber diskutiert, dass irgendjemand so einen Antrag, der vorher noch nirgendwo diskutiert wurde, irgendwie mal einfach ins Liquid gekippt wird, dann fragt man sich, okay, was ist denn alles notwendig, da gibt es keine Anleitung, okay, ich meine, mittlerweile gab es ein paar Neupiratentreffen und so weiter, das bessert sich irgendwie alles, aber wir alle haben so unsere eigenen Probleme, unsere eigene Belastung, unsere eigenen Unfähigkeiten, Unzulänglichkeiten in verschiedenen Bereichen und unsere Kommunikationsprobleme überall in der Partei. Also ja, also so als Aufruf an alle, hört mir zu, seid nicht immer gleich völlig aggressiv. Wenn ihr kritisiert, kritisiert vielleicht in Form einer Frage, fragt bestimmte Dinge nach, basht nicht die Person, sondern maximal eine bestimmte Handlung oder so. Und ja, danke, das wäre nett, wenn alle das ein bisschen versuchen würden.
Next. Ich wollte kurz noch was dazu sagen. Erstmal vielen lieben Dank. Und zweitens ist mir natürlich klar, dass hier die aktiven Mitglieder des Berliner Landesverbandes sitzen und dass jeder in irgendeiner Form möglicherweise mit der BVV was zu tun hat, in seiner Crew aktiv ist, irgendwas zu tun. Ich habe ja nicht vorhin gesagt, die Kommunikation zwischen der Partei und der Abgeordnetenhausfraktion hapert an manchen Stellen, weil ihr alle irgendwie faul seid und keinen Bock habt, was zu tun. Mir ist schon klar, dass ihr wahrscheinlich alle für euch sagt, ich tue das, was ich tun kann im Rahmen meiner Möglichkeiten, um diese Partei irgendwie voranzubringen. Nur wenn wir das alle anerkennen und wissen, dass wir ja alle hier arbeiten, um diese Partei voranzubringen, dann könnten wir uns einfach überlegen, wie machen wir dann an den Stellen, wo wir merken, dass es irgendwie hapert, wie verbessern wir das? Ja? Also statt zu sagen, die Basis muss das und das Abgeordnetenhaus muss das, ja? Weil gut, dann haben wir wieder diese Frontstellung. Ja, bitte Jan. Ja, es fing ja ziemlich hart an, die Diskussion, die Aussprache, und da möchte ich nochmal eine Lanze brechen für euch, denn ich kann das Ganze gar nicht bestätigen, dass da nichts zurückkommt und dass da kein Dialog stattfindet, sondern ich habe von Anfang an nur erlebt, dass E-Mails beantwortet werden und dass ein Dialog stattfindet. Ich glaube, das Zauberwort hier ist Arbeitsdialog. Denn wenn nicht die Bereitschaft da ist, in einen Dialog einzutreten von beiden Seiten, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn da am Ende aus der Arbeit nichts rauskommt. Das heißt, es ist vielleicht nicht so sinnvoll, offene Briefe zu schreiben an alle, deren man habhaft werden kann und um sich zu schlagen, sondern vielleicht mal zu überlegen, wie bin ich denn konstruktiv tätig in diesem Landesverband? Und was uns, glaube ich, fehlt aktuell ist, wir haben es nicht geschafft, von der Metadiskussion zur konkreten Politik zu gehen. Das ist das, was wir in diesem Landesverband noch lernen müssen. Metadiskussion ist schön und das ist auch wichtig für Anträge für den Bundesparteitag, wo wir hier aus dem Landesverband auch noch ein bisschen was liefern könnten. Aber was wir hier im Landesverband brauchen, ist jetzt konkrete Politik und ihr müsst lernen, und das, da appelliere ich jetzt an euch Basismitglieder, wie ich auch einer bin, schaut euch die Anträge an, die im Plenum gestellt werden, auch von den anderen Parteien. Schaut euch die Antworten auf die Anfragen an, die Moni alle zwei Wochen rumschickt. Schaut euch an, wie macht man das also systematisch, wie wird das aufbereitet, und lernt, verdammt nochmal, die Tools zu benutzen, die wir brauchen. Denn das, was, was die anderen Fraktionen im AGH machen, das ist der Benchmark. Und daran werden wir genauso gemessen. Und wir müssen lernen, auch so abzuliefern. Und deswegen greift die Fraktion nicht immer nur an, sondern tritt in den Arbeitsdialog. Und jetzt eine konkrete Frage, A, an die Fraktion und B, auch an den neuen Landesverband. Es besteht die Möglichkeit, oder seid ihr bereit, vielleicht mal einen Workshop zu machen zu den Tools, damit die Leute, die hier sitzen und vielleicht nicht unbedingt wissen, wie macht man sowas, wie schreibt man einen Antrag, wie schreibt man eine große Anfrage, dass sozusagen da mal gemeinsam der Landesverband erarbeitet wird, wie macht man das konkret? Und dann die Frage an euch, wenn es sowas gibt, wer von euch geht denn dann da wirklich hin und steht dann nicht nächstes Mal wieder hier und sagt, ich habe aber nicht gelernt, wie ich das mache und ihr seid böse und hört nicht auf mich? Die Frage müssen wir uns nämlich auch alle selber stellen. So, möchte da, ja, Alex. Ja, Jan, schönen Dank. Und näher? Ach so. Also nicht wie im AGH, da muss man relativ weit weg sein, okay. Hier muss man relativ nah dran. Ja, genau das macht aber auch unsere Stärke aus, nicht? Und ich gehe da auf eben auf deinen Europaantrag ein, den wir eingebracht haben und den ja dann die Regierungskoalition unterstützt hat. Und da sagte mir der europapolitische Sprecher der SPD, ja, das hatten wir einfach nicht auf dem Schirm. Und das ist genau die Stärke. Wenn ihr alle mitarbeitet und ihr alle die Themen arbeitet, dann haben wir nicht nur 15 Leute im Abgeordnetenhaus, dann haben wir 100 Leute im Abgeordnetenhaus, die sich mit den Themen beschäftigen und können viel stärker sein als alle anderen Fraktionen. Noch, ja. Als wir die Netzwerktechnik in der P9 zusammengeschraubt haben, habe ich ein Squad, was ich jetzt nicht namentlich ernenne, sehr hart getrollt. Das war vielleicht nicht lieb von mir, aber das war so jemand, der dozierte ewig über Dinge. Und dann habe ich einfach mal kurz unter parlamentberlin.de in den passenden Ausschuss geguckt, auf die Tagesordnung.
dann auf die unerledigten Liste, das Wort sollte man sich übrigens merken, unerledigten Liste, habe dann festgestellt, dass nichts, was von dem dort besprochen wurde, weder auf der Tagesordnung noch auf der unerledigten Liste stand und habe sie dann getrollt. Das war nicht höflich von mir, bitte auch ein bisschen um Entschuldigung, aber nur ein bisschen, weil es ist schön, wenn wir auf dieser Metaebene rumspielen, das macht unheimlich viel Spaß, aber tatsächlich gibt es da diese Parlamentsdokumentation, da gibt es Themenbereiche, in denen sich Ausschüsse, da gibt es die Dinge, die man selbst einbringen will, da kann man Anträge machen, da kann man auch einfach mal sagen, ich würde mal gerne drüber reden und einen sogenannten 21.3er, Antrag nach Artikel 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung, Selbstbeschäftigung und Rederunde einbringen. Aber da kann man auch einfach reingucken, sehen, okay, das liegt die nächste Woche an und das liegt die nächsten Monate an, um da konkret was zu machen. Das würde, glaube ich, ganz doll helfen. Und zwar nicht nur auf der Sachebene, nämlich, hey, okay, da gibt jemand, der hat jetzt mal einen Text dazu geschrieben, sich was überlegt und liefert Input, sodass man irgendwie der Koalition im Ausschuss die Fresse polieren kann, sondern das ist auch auf der menschlichen Ebene und auf der seelischen Ebene ganz toll zu wissen, dass sich irgendjemand für seine Arbeit interessiert. Das wäre echt ganz toll. Ja, bitte. Ja, noch ganz kurz. Also Jan hatte ja Fragen gestellt, ganz konkret, wo ist er denn jetzt eigentlich schon wieder? Da. Also ich wollte noch erstens ein bisschen Werbung machen. Der Herr Dr. Weiß, der jetzt nicht zuhört, sondern spielt, und ich machen alle zwei Wochen mittwochs 13 Uhr ab letztes Mal eine Online-Sprechstunde. Die habe ich auch announced. Das ist läuft über die Hauptstadtpiraten. Die Plattform kennt ihr vielleicht noch vom Edelstoff-Podcast. Und da gibt es eine E-Mail-Adresse, die heißt sprechstunde@martindelius.de, die kriegen wir beide. Da könnt ihr Fragen hinschicken und dann werden wir da auch live podcasten und das ist hinterher anzuhören. Dann machen wir auch Shownotes und dann werden wir diese Fragen beantworten. Da ist bisher noch keine Frage eingegangen. Vielleicht habe ich zu wenig Werbung gemacht, deswegen tue ich das. Das heißt, wir können diese Veranstaltung hier auch nochmal fortsetzen, dann auch online. Wie gesagt, alle zwei Wochen mittwochs 13 Uhr. Zu der Frage beim Liquid, das fand ich total sinnvoll, weil ich nur verkürzt gesagt habe, kippt da Dinge rein oder macht es. Ich wollte es nochmal erklären. Für mich ist Liquid Feedback kein Abstimmungstool, sondern ein Antragentwicklungstool. Das heißt, wenn ihr keine Zeit habt, dort ein große Begründung und großen Absätzen und schwafelig formulierten fertigen Text reinzukippen, dann tut das frühzeitig mit einfachen Stichpunkten. Das hilft doch. Da kann da jemand eine Anregung zu schreiben, da sieht man, ob das Thema Leute interessiert. Und für mich ist es genau das, was Liquid ausmacht und mehr will ich gar nicht, weil am Ende, wenn das irgendwie interessant ist und vielleicht nicht übers Quorum kommt, sehe ich es dann trotzdem in meinem Themenbereich und kann dann vielleicht auch was draus machen. Also das zu Liquid Feedback und übrigens Kontaktdaten in euren Profilen. Ja? Dann kann ich nämlich auch Rückfragen stellen, direkt über andere Kanäle. Danke. Ja, nächster. Ja, Michael Konrad aus Mitte, zweierlei, also erst allgemein an die Basispiraten bin ich ein bisschen irritiert über dieses Wünschi-Verhalten heute Abend hier oder heute Vormittag. Entschuldigung, falsche Zeitdimension. Kein Ding, kenne ich. Mach weiter. Aber, also ich habe eben die ganze Zeit irgendwelche Dinge gehört von wegen, wir müssten, wir könnten, wir sollten. Also die ersten 20, 30 Minuten nur so. Und ich kenne es normalerweise anders. Wir haben irgendwie so den Titel Mitmachpartei in diesem Namen. Und ich frage mich immer, also bei uns in den Crews im Mitte läuft es normalerweise so, wenn wir da so ein Vinci mal wieder haben, den fragen wir, ja, was ist denn deine konkrete Idee, warum machst du das denn nicht? Und das frage ich all die Leute, die eben hier gejammert haben, dass irgendwas nicht funktioniert, warum tut ihr Dinge nicht dagegen? Verdammt. Warum ich das sage, hat konkrete Beispiele. Ich weiß, das Thema Mauerpark, Tacheles und Schokoladen in Zusammenarbeit mit der AGH-Fraktion arg verbesserungswürdig war. Ich denke, das lief halt damals, das machen wir in der Zukunft schöner, wenn wir solche tollen Themen haben. Aber zum Beispiel andererseits hatten wir das Thema Trauung außerhalb des Standesamtes an besonderen Orten. Hat jemand Liquid-Initiative reingestellt. Simon hat es entsprechend korrigiert, sie ist eingegangen, es wurde auch eine kleine Anfrage gemacht, etc. Also auch hier Beispiele, wenn man Liquid-Anträge stellt, es läuft, es funktioniert. Und was ich auch nochmal als Kommunikationsbeispiel, als gutes Kommunikationsbeispiel hervorbringen will, wir haben Vernetzungstreffen vom Haushaltsausschuss mit den BVV-Leuten,
beziehungsweise interessierten Piraten, die an dem Thema mitarbeiten. Und das funktioniert ebenfalls, da kommen auch Dinge bei raus. Zwar manchmal schade, dass schon die Abgeordneten ein bisschen früher gehen, aber ich denke, das optimieren wir in der Zukunft. Also das war eher nochmal ein Pro für die, also ich verstehe, was ihr da für einen scheiß Job halt habt und drauf rumreiten will ich nicht, sondern zusehen, dass wir besser werden. Und deshalb würde ich viel mehr, um zu dem eigentlichen Thema zurückzukommen, mal gerne wissen von euch, was ihr persönlich jeweils als euer Highlight des letzten halben Jahres seht. Oh, Freiwillige vor. Der Koalition, dem Abgeordnetenhaus, ins Gesicht sagen zu können, was für einen epischen Schwachsinn sie mit ihrem Schultrojaner anrichten würden und dann ein paar Wochen später zu sehen, wie die Kultusministerkonferenz den Weltmeistertitel im Rückwärtsrudern bekommt. Und wir sind der erste Ausschuss, der streamt. Nächster. Also ihr müsst ja nicht alle, ich will euch keinen nicht zwingen oder so, aber ja, bitte. Ich glaube, das sind die Augen von Menschen, die merken, dass ihnen zugehört wird und dass sie ernst genommen werden. Also konkret hat mich einmal gefreut, Verbraucherschutz- und Justizsenator Braun, als er das noch war, im Plenum fragen zu können, was er als Verbraucherschutzsenator gegen Schrottimmobilien tut. Also das war so mein persönliches, also ganz persönliches Highlight. Ich glaube thematisch das, was Alex schon angesprochen hat, dass wir dem Schultrojaner eine so große Aufmerksamkeit zuteil werden kommen lassen konnten, dass er abgeschafft worden ist, dass wir klarstellen konnten, dass Berlin eben einen Staatstrojaner kauft und einsetzen möchte und dass wir auf diese Funkzellenabfrage hingewiesen haben und das Thema ja noch immer nicht ausgestanden ist. Wir können schon sehr viel auch hinweisen und bewegen, war also nicht alles schlecht. Ja, mich hat sehr gefreut, dass es uns gelungen ist, eine Personalie, nämlich die Besetzung eines Landesverfassungsrichters mit Meinhard Starostik, da jemanden zu finden, der dann auch gewählt wurde und dass das Ganze komplett shitstormfrei abgelaufen ist. Das war so ein Highlight. Ansonsten muss ich sagen, die Plenarsitzungen machen einfach Spaß. Es ist einfach toll, einerseits dort stehen zu dürfen und den Leuten, die für vieles verantwortlich sind, wie dem Senat oder auch die Koalitionsfraktionen, kritisieren, bisweilen auch beschimpfen zu können oder die Fraktionskollegen beim Beschimpfen zuzusehen, das tut gut. Ansonsten, laufen, glaube ich, speziell in meinen Bereichen, vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen, ich bin halt Sprecher für Wirtschaft, Forschung, Technologie, Energie, Verfassungsschutz und Entwicklung. So, da laufen noch eine ganze Menge Dinge, die jetzt etwas länger Zeit brauchen werden. Und ich habe aber das Gefühl, dass wir auch sehr ernst genommen werden im Moment im Parlament, auch von den anderen Fraktionen. Das Gefühl, manchmal ernster genommen werden als die Grünen, weil die halt auf Fundamentalopposition aus sind und ziemlichen Krawall dort veranstalten. Und es macht einfach Spaß und es gibt ganz viele, viele kleine Highlights jede Woche. Danke. Mir fallen vielleicht zwei Highlights ein, oder das eine ist eher so ein bisschen zynisch. Negatives Highlight ist, wenn also
drei fast gleichlautende Anträge gestellt werden. Zwei von der Opposition werden abgelehnt, einer von der Koalition wird dann aber angenommen und die Parteien können, also die Fraktionen können sich nicht darauf einigen, dann einen gemeinsamen Antrag draus zu machen, so ein Negativpunkt. Und persönliches Highlight in der positiven Hinsicht ist vielleicht einen Zwischenruf von WoWi in einer Plenarsitzung zu kriegen. Ja, es gibt ganz viele kleine und große Highlights, da kann ich Pavel nur unterstützen. Vielleicht ein kurzer Ausschnitt. Die Möglichkeit, ganz früh in der Legislaturperiode mit Votum der Fraktionen einen eigenen Piratenausschuss, der jetzt auch der erste ist, der streamt, mit einem Piratenvorsitzenden zu kriegen, der vorher einfach nicht geplant war und auch nicht im Koalitionsvertrag stand, der auch sehr gut geführt wird, wie ich höre, mit ordentlich Polemik. Mit ordentlich Polemik, das kann man auf Twitter verfolgen, wenn man gewisse Grüne und Alex Morlang folgt. Dann das Entsetzen in den Augen der parlamentarischen Geschäftsführer, als sie gemerkt haben, dass wir die Verfehlungen und die Problematiken bezüglich der Ehrenkarten öffentlich diskutieren und uns dagegen entschieden haben, die anzunehmen als Fraktion. Das war sehr schön, da hatte man das Gefühl, okay, da merken die anderen zum ersten Mal, dass die Piraten schmerzhaft sind, wenn sie im Parlament sind, und das fand ich sehr befriedigend. Und da mein persönliches Highlight in den letzten paar Wochen war die panische Reaktion von unserem regierenden Bürgermeister darauf, dass wir Informationen, die öffentlich sind, die er aber nicht öffentlich haben wollte, ins Netz gestellt haben. Und das war sehr witzig. Ja, hallo, ich war ja heute noch nicht so aktiv hier. Ja, persönliche Highlights. Auf der einen Seite gab es halt tatsächlich diese Negativ-Highlights, weiß nicht, ob man das wirklich so bezeichnen kann, aber diese Erkenntnis, dass das, was da im Parlament, also speziell jetzt im Plenum, an ja, Demokratie passiert, im Grunde genommen nur die große Demokratie-Show ist, so hey, heute zeigen wir euch mal, wie so Politik geht, beziehungsweise wie ihr so regiert werdet und wie die parlamentarische Kontrolle funktionieren könnte. Viel Schauspiel, das sieht man, glaube ich, auch ziemlich gut an unseren eigenen Redebeiträgen, Themen, wo wir eigentlich oftmals auch gelassen sind, werden halt von uns auch entsprechend dargestellt, als würde das, weil keine Ahnung, als wäre es halt der Untergang des Abendlandes, wenn jetzt dieser Antrag nicht angenommen wird, obwohl wir halt von vornherein wissen, dass die Koalition definitiv dagegen stimmen wird, weil die ja auch nur mit einer ziemlich guten Begründung überhaupt mal Anträge von der Opposition annimmt und ansonsten eben nur die eigenen, und wenn man sie zwei Wochen später fast wortgetreu nochmal selber einbringt. Das Positive ist, dass ich es halt, naja, das Thema ist Bauen, Wohnen und Verkehr, in dem ich aktiv bin. Das ist ein Thema, das sowohl von der Piratenpartei als auch von mir persönlich, bis es dann so ging, ja, so langsam in die frühe, kühle Wahlkampfphase ging, ziemlich vernachlässigt war. Wir hatten ein bisschen was programmatisch, aber das war nun wirklich kein, ja, das war halt echt kein Wohn-, Bau-, Mieten- oder Verkehrsprogramm. Das Einzige, was wir jetzt, was wir drin hatten, woran ich mich jetzt erinnern kann, war halt tatsächlich, dass wir dieses Mietervorkaufsrecht bei Wohnungsverkäufen bzw. Immobilienverkäufen drin hatten, was für mich im Grunde genommen so der Beginn einer Richtschnur, einer Handlungsanweisung war. Denn tatsächlich ist alles, was wir an Mieten oder was wir im Ausschuss an Mietenpolitik machen, programmatisch so gut wie nicht abgedeckt. Deswegen fand ich es auch ganz lustig, dass vorhin Christopher auch nochmal die Kritik gekriegt hat für die Initiativen, die er irgendwie an der Basis am Liquid vorbeigemacht hat. Ich mache das jetzt seit einem Jahr. Da hat irgendwie noch keiner geschrien. Also die Anträge, die wir eingereicht haben im Ausschuss Bauen, Wohnen und Verkehr, da war halt nichts aus dem Liquid. Gar nichts. Und das sind zwei Dinge, Die man da kritisieren kann. Auf der einen Seite natürlich ist meine Kommunikation mit der Basis bestimmt verbesserungswürdig, aber auch da, ich bin, wenn ich nicht die Unterstützung durch euch habe, nicht besser, nicht schlechter vielleicht als irgendein Abgeordneter der SPD, CDU, Grünen, Linken. Den Unterschied, den macht ihr.
wenn ihr den Input bringt, übers Liquid, über die Mails, über die Initiativen, auch über die Squads, dann kann da vernünftige Arbeit passieren. Also ich brauche mich da, glaube ich, mit dem, was bisher geschehen ist, hinter niemandem wirklich zu verstecken, aber da geht noch eine Menge mehr und bitte, bitte, kommt, helft, macht mit. Ja, noch jemand? Ja, bitte. Ja, ich habe ja die Arbeitsbereiche Arbeit, Soziales und Europa. Das sind beides relativ große und auch umfangreiche Bereiche, die man jetzt hier so in der Kürze gar nicht vorstellen oder erklären kann. Insofern habe ich eigentlich als Highlight im letzten halben Jahr über eine kleine Anfrage herausgefunden, wie die Statistik der Zwangsumzüge gefälscht wird. Das war eine Frage, die eben viele beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob ihr mit der Problematik der Kosten der Unterkunft vertraut seid. Also für Transferleistungen, so fängt man SGB II und SGB XII, werden ja Wohnkosten übernommen bis zu einer bestimmten Höhe. Und wenn diese Höhe, also wenn die Miete eben höher wird als die Richtwerte, dann erhalten die Beteiligten eine Aufforderung zur Kostensenkung. Und da haben sie dann verschiedene Möglichkeiten. Sie können mit dem Vermieter reden, die Miete zu senken, sie können untervermieten oder sie können aus irgendwelchen Mitteln die Mietdifferenz selber zahlen. Und wenn sie nach einem halben Jahr das nicht gemacht haben, also nicht ausgezogen sind oder die Miete gesenkt haben, dann bekommt in der Regel eine Kostenfestsetzung. Das heißt, sie bekommen dann nur noch die Miete in der Höhe der Richtwerte erstattet. Und jetzt gibt es eine Statistik, ja, wie viele Leute müssen also deswegen, also wegen so einer Aufforderung zur Mietsenkung umziehen. Und da argumentieren, argumentiert der Senator, argumentiert die Politik seit Jahren, dass diese Zahlen rückläufig sind. Und ich konnte nur durch die Anfrage herausfinden, dass in dieser Statistik nur diejenigen Umzüge fallen, die in dem ersten halben Jahr, also zwischen Aufforderung und zwischen Festsetzung fallen. Umzüge, die nach der Kostenfestsetzung fallen, kommen nicht mehr in diese Statistik. Und das bedeutet, wenn es in Berlin immer schwieriger ist, eine Wohnung zu finden, müssen die Zahlen der Zwangsumzüge sinken, weil es immer schwieriger ist, in einem halben Jahr eine geeignete Wohnung zu finden. Und das ist eben zynisch. Ja. Danke, ich bitte die anderen, sich kurz zu halten. Wenn jetzt alle irgendwie noch 5 Minuten reden, dann wird es ein bisschen eng, aber bitte. Mein persönliches Highlight ist eine kleine Anfrage zur Schuldensituation des Landes Berlin gewesen. Der Joachim Esser von den Grünen, das ist ein Urgestein da drinne, das ist so quasi der Haushaltsexperte der Haushaltsexperten, hat dann im Wortlaut gesagt, das ist eine sehr gute Anfrage mit sehr guten Fragen, mit einem hohen Informationsgehalt. Das war klasse. Und was mich gefreut hat, ist, ihm danach zu sagen, dass ich die gar nicht selber geschrieben habe, sondern dass ich diese Anfrage aus dem Squad Haushalt und Finanzen bekommen habe, und zwar im Wortlaut. Und da ist ihm sprichwörtlich die Kinnlade runtergeklappt, weil der hat noch nie in seinem Leben von externen so eine qualitative Leistung bekommen. Und da wollte ich mich nochmal bei euch bedanken. Danke. Okay, also ich kann ja jetzt fast gar nichts sagen, ohne die Basis zu loben. Das würde ja... Nein, okay. Nein, also ich... Meine Highlights sind natürlich, wenn die Zusammenarbeit mit dem Squad gut klappt und so, das ist klar. Aber abgesehen von vielen anderen persönlichen Höhen und Tiefen, die ich im Parlament erlebt habe, will ich einen Aspekt noch mal ganz kurz erwähnen, der hier ein bisschen kurz gekommen ist. Ich habe von Anfang an öfter, das kriegt man zum Teil nicht so mit, aber öfter und gerne mich auch um Besuchergruppen gekümmert, das machen natürlich auch viele andere. Und da kommen eben auch öfter mal Schülergruppen aus Bayern oder Referendarsgruppen aus Freiburg oder so, aber auch öfter mal Gruppen, die wirklich von sehr weit weg kommen. Wir hatten Gruppen aus Thailand, aus Usbekistan, aus Kasachstan, aus China hatten wir gerade am Dienstag eine Gruppe im Haus. Die haben mir so einen Reisschnaps geschenkt, den muss ich erstmal kontrollieren lassen, weil ich wissen wollte, ob der nicht vielleicht zu teuer ist oder irgendwie unter irgendwelche Geschenkeregelungen fällt oder so. Und mit denen zu sprechen und sich anzuhören, was die bewegt, aber gleichzeitig auch denen von unseren
Zielen, von unseren Wünschen und Vorstellungen erzählen zu können. Erzählen zu können, was unsere Vorstellung von Immaterialgüterrechten mit Problemen in Kasachstan zu tun haben, die zum Teil extrem unter den unter Copyright-Gesetzen oder auch internationalen Rahmenbedingungen leiden. Das ist total faszinierend, auch mitzuerleben, wie zum Beispiel Gruppen aus irgendwelchen Ländern, die unendlich weit weg sind, schon von Piraten gehört haben, schon ein gewisses Bild haben, mit diesem Bild umgehen zu können und mit denen dann sprechen zu können, das nochmal prägen zu können. Das ist ein total faszinierendes Erlebnis und das ist was, was einen wirklich über auch aus diesem Politik-Alltagsgeschäft auch mal wieder ein bisschen raushebt und einem auch dieses Bild vermittelt und zurückbringt, dass wir hier wirklich was bewegen, was einfach eine weltweite Auswirkung hat, was überall in der Welt wahrgenommen wird. Und das ist was mich auch sehr bewegt an vielen Stellen. So, möchte da... Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, würde ich vorschlagen. Ich sehe keinerlei Bewegung im Raum. Ich wollte noch eben eine Ansage machen, wurde ich gebeten. Und zwar, das Schiedsgericht trifft sich ab 15 Uhr. Hinter der Bar geht eine Treppe hoch, wurde mir gesagt. Nicht, dass ich die jemals gesehen hätte, aber sie ist dort. Und da ist ein Raum und da trifft sich um 15 Uhr das Schiedsgericht und Interessierte. Und wer da vorbei, so sprechstundenmäßig, die stören uns dann nicht. Also es gibt dann keine Sprechstunde im Plenum. Aber wer mit dem Schiedsgericht reden möchte, eine Sprechstunde machen will, hinter der Bar geht es da eine Treppe hoch und da gibt es einen Raum. Genau, das war jetzt noch eine Ansage und jetzt erteile ich Monika das Wort. Jo, hallo, ich bin die vielbescholtene Schnittstelle, ich bin Moni, einmal winken. Ich würde es mal konstruktiv versuchen. Also es ist klar, die Kommunikation zwischen dem Landesverband und dem Abgeordnetenhaus ist noch nicht perfekt. Auch nicht zwischen den BVVs. Und wenn was nicht perfekt läuft, dann versucht man andere Wege zu finden. Und ich habe jetzt versucht, andere Wege zu finden, indem ich jetzt Kooperationsprojekte bei uns anlege. Einerseits für den Landesverband, einerseits für die BVV. Bei der BVV ist die Schwierigkeit, die mir auch jetzt erst in den letzten Wochen bewusst gewesen ist, dass ich mitbekommen habe, dass nicht alle, die in der BVV sind, auch diese sogenannte BVV-Liste lesen. Das habe ich einfach schlichtweg nicht vorher gewusst. Und deshalb gibt es jetzt ein BVV-Projekt. Ich habe jetzt alle Adressen von allen Mitgliedern, die irgendwo in Ausschüssen der BVV sind. Wenn euch, wenn irgendwas interessant ist für euch, dann kriegt ihr das. Beim Landesverband ist es eben halt auch so, dass dort denn die Liquid-Feedback-Initiativen nach und nach eingestellt werden. Und da eine ganz große Bitte, die auch schon Martin gesagt hat, bitte, 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 wenigstens eine Mailing-Adresse im Profil, damit ich euch kontaktieren kann, weil ohne Kontakt ist ein bisschen schwer, weil es gab ja vorhin diesen Antrag, der in Alex den Ausschuss eigentlich gehört, diesen Änderung des Statistikgesetzes. Da habe ich echt das Problem, ich habe keine Mailadresse, es wird aber bereits schon bearbeitet und wie der Referent mir gesagt hat, ist es, hat man eben halt vor, das als Tagesordnungspunkt aufzurufen. Also auch manchmal wird schon was bearbeitet, ohne dass ihr das mitbekommt, aber wenn wir keine Möglichkeit haben zum Kontakt, ist es eben halt schwer. Und dann eben halt noch eine ganz letzte Bitte an die Squads. Ich bin jemand, der Listen liest. Ja, ist nicht weit verbreitet. Ich lese sogar die Berliner Liste. Ich tue mir das an. Und deshalb die Bitte an euch. Ich kann es nicht und ich schaffe es nicht, alle 15 oder 20 Squad-Protokolle durchzulesen. Wenn ihr irgendwas habt, was für das AGH interessant sein könnte, schickt es auf die Liste, dann nehme ich es zur Kenntnis und dann kann ich da draußen ein Ticket machen und dann kann es weiter bearbeitet werden. Danke. Ja, ich habe natürlich eben einen Fehler gemacht oder mir wurde es falsch gesagt, es ist um 13 Uhr das ist die Sprechstunde des Landesschiedsgerichts und nicht um 15 Uhr, da ist leider irgendwie stille Post gespielt worden. Also 13 Uhr, ja, ihr trefft euch mit dem Landesschiedsgericht, macht doch, was ihr wollt. Ich habe das ja nicht entschieden und das ist auch kein Grund, Fragen zu stellen. So, der Letzte ist Michael Ebner. Oder habt ihr getauscht? Oder ja, dann oder auch nicht Michael Ebner, deinen Namen wusste ich leider nicht, aber bitte. Ja, bin Thomas und ich wollte mich mal bei allen Mitarbeitern und bei der AGH-Fraktion bedanken, also dass ihr einfach diesen Job macht. Das gehört dazu. Und es ist großartig.
Ich bin halt selber jemand, der ab und zu ins AGH fährt und wenn ich da mal eine Anfrage habe oder irgendwas, man hilft mir bei der Recherche, man hilft mir bei den Anträgen, das klappt. Und wenn eure Mails nicht beantwortet werden, versucht die Leute telefonisch zu erreichen oder mal in einem persönlichen Gespräch. Zu den Squad-Besuchen. Ich persönlich möchte nicht, dass die Leute vom AGH jedes Mal im Squad mit dabei sein müssen. Das muss nicht sein. Und ich denke, der richtige Weg wäre, wenn man ein Thema hat, dass man sie dazu dann speziell einlädt, das Thema vorbereitet, ihnen eventuell die Vorbereitung schon gibt, damit auch sie sich vorbereiten können. Also das gehört halt einfach dazu zur professionellen Arbeit. Ja, das war's. So, danke, und dann kommen wir zum letzten. Michael, bitte. Ja, wir haben jetzt wiederholt gehört, stellt mir Anträge ins Liquid. Ja, gerne. Und dann ist da so ein Antrag drin, der Stiftungsrat der Deutschen Oper wird aufgefordert, da Vorschläge zu unterbreiten, wie man das Zeugs denn günstiger machen könnte. Geht durch, bekommt eine anständige Mehrheit, und wenige Zeit später hört man dann aus dem Kreis der Piratenfraktion, ja, der Deutschen Oper sollen die Zuschüsse gestrichen werden. Leute, das ist nicht dasselbe, das ist fast schon das Gegenteil, das frustriert, da fühlt man sich nicht ernst genommen. Lasst so etwas bitte bleiben. Dankeschön. Ja, du möchtest dazu was sagen. Ja, dieses deutsche Operbeispiel ist eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel dafür wieder, wie Oliver das schon irgendwie, wo steht er da, beschrieben hat, wie was gemacht wird, was eben nicht im Liquid Feedback stand, beziehungsweise Michael Ebner hat gesagt, da gab es einen anderen, gab es einen anderslautenden Antrag im Liquid Feedback. Der Grund für diesen Antrag, an die Mittel der Deutschen Oper zu streichen im Rahmen der Haushaltsberatung, war einfach folgender. Wir geben im Jahr Berlin 120 Millionen Euro für die Opern aus. Das sind drei Opern und ein Staatsballett. Ja, Staatsballett kriegt 7 Millionen Euro, Deutsche Oper 40 Millionen, Staatsoper unter den Linden, glaube ich, 39, Komische Oper 32, und das Operndach, also das Stiftungsdach Deutsche Oper, bekommt 1 Million Euro im Jahr. Das ist ein Drittel ungefähr des Kulturhaushaltes. Ja, jeder Berliner, jede Berlinerin ab dem 0. Lebensjahr bezahlt im Jahr 35 Euro, und ist dann noch nicht in die Oper gegangen. Auf 2010 gerechnet bedeutet das, jede Opernkarte wird mit 178 Euro bezuschusst, denn die Opern haben natürlich nicht volle Auslastung. Am schlechtesten ist, glaube ich, die Komische Oper mit irgendwas. Ja, vielen lieben Dank. Im Parlament könnte man jetzt hier irgendwelche Zwischenrufe rügen, aber wir sind ja nicht im Parlament, also gibt es ja auch eigentlich keine Zwischenrufe. Lange Rede, kurzer Sinn, das war ein... wird ja auch nicht protokolliert. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Antrag sollte zeigen, wir geben scheiß viel Geld für Kultur aus, fördern damit prekäre Arbeitsverhältnisse, zum Beispiel an den Opern, und es ist genug Geld im Kulturhaushalt da, man muss sich halt mal überlegen, wie man es verteilt. Wir haben da bisher keinen Beschluss zu, kann man gerne nachholen, wir kommen ja noch zum Programm, kann ich ja gerne noch was spontan stellen. Ansonsten ist es halt so, dass da, wie gesagt, bis jetzt noch nichts gekommen ist, und aber auf diese Art und Weise darauf hingewiesen werden konnte, dass man möglicherweise Kulturpolitik in diesem Land auch anders gestalten kann. Wenn die Piratenpartei sich für drei Opern einsetzt oder noch eine vierte oder eine fünfte, finde ich auch gut, müssen wir beschließen, bringe ich dann auch gerne im Kulturausschuss vor. So. Okay, Alexander hat noch ein kurzes Anliegen, und dann hat dieser Punkt seine Erledigung gefunden, wie man das so schön sagt. Ich höre keinen Widerspruch, also verfahren wir so. Das ist jetzt nochmal das Anliegen, was ich eben geäußert habe, aber da wir hier ganz viele sind, mache ich das nochmal ganz konkret. Alle Menschen, die sich mit Kernthemen außer Urheberrecht hier beschäftigen, ja, bitte findet euch mit Hilfe dieser elektronischen Medien, Twitter, whatever, gründet dieses Squad für digitale Verwaltung, Datenschutz, Informationsfreiheit, weil ich kann
werde und darf das nicht top-down machen. Aber hier sind ganz viele Leute. Und ich finde es, das ist durchaus harte Kritik, ziemlich armselig, dass sich die Piratenpartei Deutschland Berlin mit unglaublich vielen auch wichtigen Dingen beschäftigt, mit Kulturpolitik, mit BGE, mit, wobei ich sagen muss, Bauen, Wohnen, Verkehr ist voll der blöde Ausschuss, da hat noch niemand einen gebaut, da wird nicht gewohnt und Verkehr gab es da auch noch nicht. Aber mit den wirklich fucking wichtigen Dingen, Transparenz, Informationsfreiheit, Datenschutz, ist dann nichts passiert, im Sinne von nichts, außer das Blabla von 2009, das ist echt hart. So, findet euch bitte, gründet dieses Squad, und wenn ihr euch gegründet habt, dann schickt mir eine Mail, weil wir machen das nicht top-down und mit meiner manchmal zum Dominieren tendierenden Persönlichkeit darf ich da auch nicht irgendwie direkt dran attached sein. Ich muss da gelegentlich zu Besuch kommen, aber das muss von unten kommen. Deshalb werde ich das ganz schön, wenn sich hier auf dieser Versammlung ein paar Leute treffen, ohne mich. Ich komme dann später. Danke. So, damit hat der Punkt seine Erledigung gefunden. Ich danke unserer AGH-Fraktion. Und eigentlich kann, ja, erstmal Applaus. Genau, der Herr Pupel läuft schon, nur leider könnte es sein, dass er zu früh gelaufen ist. Denn es gibt noch einen Tagesordnungsantrag von einem Herrn Heiko Herberg, der jetzt am unteren Mikrofon seinen Tagesordnungsantrag kurz vorstellen darf. Tja, ja. Genau, Änderung der Tagesordnung. Und zwar, wir hatten gerade die Aussprache über die AGH-Fraktion und wie ihr alle vielleicht mitbekommen habt über die Presse oder so, es gibt ja jetzt einen Nachtragshaushalt des Landes Berlin 2012-2013, über 440 Millionen, weil am BER ein bisschen was schiefgelaufen ist, müssen wir da ein bisschen nachsteuern. Ich habe da einen Antrag formuliert, dass wir gerne ein Votum von euch haben wollen, wie wir uns dafür dazu verhalten. Das ist der X036. Der ist so formuliert, dass wenn ihr dem zustimmt, wir diesem Antrag... Wir stellen noch nicht den Antrag vor. Okay, gut, tut mir leid. Okay, es ist nur, dass das jetzt quasi gemacht wird, weil wir das ja gerade machen. Dann sind die Schatzmeister überhaupt da? Dann nö, es würde jetzt auch Liquid Feedback kommen gleich erst. So, also wir reden jetzt, so, wollen wir die Tagesordnung so ändern, also du hättest noch sagen sollen, was du mit diesem Tagesordnungspunkt willst. Du wolltest, dass er jetzt sofort behandelt wird. Genau, es ist ein sonstiger Antrag und wie ein Meinungsbild. Genau, es geht und ging um ein Meinungsbild für den Nachtragshaushalt des Landes Berlin. Hat nichts mit diesem Landesverband zu tun. 440 Millionen haben wir auch nicht. So, dann bitte ich jetzt darüber abzustimmen über die Änderung der Tagesordnung. Wer ist dafür, dass wir uns jetzt, also sofort, mit dem Antrag zum Nachtragshaushalt beschäftigen? Es ging wohl um ein Meinungsbild. Ja, so. Die meisten Karten müssen noch aus den Umschlägen geholt werden, aber ich sehe eine eindeutige Mehrheit dafür, dass wir das jetzt machen. Dann bitte ich den Antragsteller dieses Antrags jetzt auf die Bühne und ich glaube, das ist zufällig auch Heiko. Er kommt dann auch gleich, dann darf er seinen Antrag noch mal kurz vorstellen. Die Beamer-Menschen beamern. So, ich möchte um Ruhe bitten. Es ist der sonstige Antrag Nummer 32. Nummer 32, der jetzt gleich auf dem Beamer erscheinen soll. Ja, wir warten das kurz ab. Es gibt nur eine 31 anscheinend. Ich glaube, dann hast du einen alten Stand. Ja, gut. Soll ich den einfach verlesen? Oder du verliest ihn einfach und wir machen, weil sonst dauert es wahrscheinlich noch länger. Dann bitte ich den jetzt einmal kurz vorzulesen. Er ist ja auch jetzt nicht so lang. Genau. Also der Antrag ist so formuliert, dass wenn wir dem zustimmen, wir auch dem Haushalt, also dem Nachtragshaushalt zustimmen würden. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, dazu zu stimmen oder dagegen zu stimmen.
Die Landesmitgliederversammlung empfiehlt der Piratenfraktion, den von SPD, CDU vorgelegten Nachtragshaushalt 2012-2013 zuzustimmen. Diese Empfehlung behält nur Gültigkeit, wenn die vom Senat vorgelegten Mehr- und Mindereinnahmen der Wahrheit entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, holt die Fraktion per Liquid ein neues Meinungsbild an. Kurze Begründung an der Stelle. Wir müssen eine Entscheidung treffen, also die Regierung hat diesen Nachtragshaushalt eingebracht. Er kommt jetzt in den Hauptausschuss, danach kommt er wieder ins Plenum und dann müssen wir uns dazu entscheiden. Entweder sagen wir ja, der Flughafen bekommt 440 Millionen, damit er sein laufendes Geschäft fortführen kann. Nein, der Flughafen bekommt keine 440 Millionen oder wir enthalten uns. Und ich finde, die Enthaltung ist immer das Schlechteste, was man tun kann, weil es ist quasi zu sagen, man hat keine Meinung zu diesem Thema. Deswegen würde ich gerne, dass wir an der Stelle hier ein Votum von euch auch mitbekommen, wie wir uns am besten zu diesem Thema verhalten und dass wir das jetzt kurz diskutieren. Ich gebe vorneweg, ich habe in der Begründung auch explizit geschrieben, dass die jegliche Sachen, also was beim BER schiefgelaufen ist, nicht heute diskutiert werden soll. Also das komplett außen vor lassen, weil wir heute nur die Konsequenzen daraus haben. Also wir haben die Konsequenz, dass der Flughafen Geld braucht und darüber möchte ich gerne mit euch reden, ob wir quasi diese 440 Millionen da reinpumpen oder ob wir das nicht machen. Ja. Kannst du das bitte damit da vorne klären? Was? Dann schreibt mir eine E-Mail, ich habe was Wichtigeres zu tun. So, dann kommen wir jetzt zur Diskussion über diesen Antrag. Dann es gelten wieder 1 Minute, 2 Minuten, also 1 Minute für die Frage, 2 Minuten für die Antwort. Okay, ich bitte den Countdown auf. Ah ja, super. Du musst einmal auf Speichern klicken. Ja, genau. So, okay, dann erste Frage bitte. Ja, Holger Papst aus der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf. Du fragst uns gerade, ob wir 440 Millionen Euro für den Flughafen ausgeben wollen, während die Bezirke alle zusammen 55 Millionen mehr gerne hätten, um zumindest die Grundlagen ihrer Arbeit aufrechtzuerhalten und nicht Spielplätze verrotten zu lassen, Sportplätze nicht mehr fördern zu können oder eben so stark die Bürokratie einzuführen, dass man im Prinzip die Schalter alle schließen kann, weil es keine Leute mehr in den Ämtern gibt. Magst du das einmal kurz begründen? Ich fange jetzt nicht an, hier Regierung zu spielen. Nur kurz, also das soll jetzt nicht so laufen, dass ich jetzt, also ich habe den Antrag gestellt und ihr könnt, also ich verteidige jetzt nicht ja oder nein. Also bitte nicht jetzt mich als Regierung darstellen. Nur zur Information, die 440 Millionen, wenn sie denn da sein sollten, also wir bezweifeln das ja selber gerade noch, werden definitiv von SPD und CDU für den Flughafen ausgegeben und es geht jetzt darum, wie wir uns da an der Stelle verhalten. Also selbst wenn das Geld, wenn wir jetzt Nein sagen, das Geld wird für den Flughafen verwendet, wir werden es nicht für andere Sachen benutzen können, deswegen ist das jetzt hier. Okay, dann den nächste Fragesteller bitte. Ja, bei der Diskussion ist das mit dem 1 Minute, 2 Minuten völliger Blödsinn, weil erstens bin ich kein Fragesteller, sondern ergänze den Antrag und zweitens geht es hier um eine offene Diskussion und am Ende in Meinungsbildung. Du, dann stell einfach einen Antrag zum Ende zu GU. Ich sag's nur kurz. Es ist ja auch kein Wünsche was, Holger. Es geht darum, dass das passieren wird, was Heiko da gerade vorgestellt hat. Die Frage ist, wie verhalten wir uns jetzt dazu? Es gibt zwei Interessenslagen. Erstens zu sagen, wir machen Opposition und wir machen dieses Spielchen nicht mit, weil die Regierung hat es verbockt und jetzt alle Steuerzahler aus irgendwelchen Töpfen dafür bezahlen zu lassen, ist scheiße. Und zweitens sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber dieser Flughafen muss fertig werden, weil wenn er jetzt nicht fertig wird, wenn wir das Geld jetzt nicht hinschießen, dann wird es am Ende noch teurer und wir kriegen den nächsten Nachtragshaushalt. Und die Frage ist, was ist jetzt dieser Landesmitgliederversammlung wichtiger? Das ist ein Votum, das die Abgeordnetenhausfraktion gerne haben wollen würde. Es ist auch noch die Frage, vertraut man der Regierung, beziehungsweise wie weit vertraut man der Regierung bei den Festsetzung der Kosten, weil noch gar nicht klar ist, wie die Risikoabschätzung denn überhaupt gemacht wurde und ob die fundiert ist, wie man zu diesen 440 Millionen Euro kommt. Und die Prioritäten, die fragt Heiko hier ab, die hätte ich auch gerne. Dankeschön. So, ich schlage dann der Versammlung vor, eine Änderung der Redezeitbegrenzung auf 3 Minuten. Gibt es da, Moment, wir stimmen gar nicht ab, gibt es da Gegenrede? Ja, gibt es? Ist es? Du
danach, sondern macht es. Ja, dann, ich sehe, es gibt keinen Widerspruch, dann machen wir das so. So, 3 Minuten für Redner bei Fragen darfst du antworten und ich erteile den nächsten Rednern das Wort. Ja, mein Name ist Ingo, ich bin selber an der Flughafengeschichte beteiligt, habe selber Akteneinsicht in der Senatskanzlei, in den Aufsichtsratsakten. Erstmal ist das Ding kollektiv in der Führungsebene überhaupt vereiert worden. Ich bin nicht damit einverstanden, dass wir noch 440 Millionen Euro da reinknallen. Erstmal sollen sie vernünftige Zahlen auf den Tisch legen, denn ich denke, die 440 Millionen reichen nicht. Weil, denke ich mal, später kommen noch die Kosten, die Schadensersatzkosten auch noch mit oben drauf. Das sollen Sie erstmal vernünftig kalkulieren, dann können wir vielleicht auf 550 Millionen kommen. Denn wenn wir jetzt anfangen zu kleckern, mal 440 Millionen, dann nochmal 220 Millionen, dann kommen wir aus den Dingen überhaupt nicht mehr rein. Wir müssen da erstmal konkrete Aufklärung haben und mit den 440 Millionen möchte ich euch darum bitten, dagegen zu stimmen, dass wir nicht die annehmen. Okay, dann ich weise kurz darauf hin, dass Martin jetzt die Stelle von Heiko einnimmt, weil Heiko weg muss. Das ist und Fußball. Und ich jetzt kurz weg muss und übergebe an Maha. Schalke. Schalke spielt, ne Heiko? Hat er nicht gehört, Gott sei Dank. So, ja, bitte Martin. War es eine Frage? Ich habe noch gar nicht angefangen. Also mein Name ist Rainer und die Frage ist ja eigentlich eher, was ist, wenn wir Nein sagen? Das würde wirklich Nein sein. Wenn die 440 Millionen halt nicht fließen, was passiert dann? Die Flughafengesellschaft ist im November pleite. Ja, und was passiert dann? Mit dem, gut, die wird dann abgewickelt, der Flughafen wird nicht gebaut. Es gibt keine Möglichkeit, die 100% Bürgschaft, die von den Anteilseignern jetzt schon gemacht wurde, zurückzuzahlen. Also es wird eigentlich noch teurer, weil da steht dann eine Investruine. Also es wird auch nicht passieren, weil wie gesagt, die Koalition wird das so beschließen, wie der Senat es vorgeschlagen hat. Die Frage ist nur, wie und mit welcher Begründung verhalten wir uns dazu? Ja. Also das kann man so sagen, die Flughafengesellschaft geht pleite, eventuell schließt dann, muss dann auch Tegel schließen oder man muss irgendwie, gibt es einen anderen Nachtragshaushalt? So. Ja, gut, weil es hängt ja alles zusammen. Das heißt also eigentlich... Man muss ja stimmen, weil ja, alles andere ist scheiße. Das sind diese berühmten Sachzwänge, liebe Piraten. Ne? Nee, nee. Jetzt müssen wir hier mal Politik machen. Gut, also mit Verlaub, Martin. Also mit Verlaub, Martin, da muss ich dir widersprechen. Also ich kann der Versammlung empfehlen, diesen Antrag abzulehnen. Wir saßen am Donnerstag in der Abgeordnetenhaussitzung und haben ein Trauerspiel erlebt in der Debatte, als dieser Nachtragshaushalt eingebracht wurde. Ich kann euch versichern, wenn wir als Opposition einen solchen Haushalt vorlegen würden, der würde mit Empörung der Koalition abgelehnt, weil die 440 Millionen, die im Haushalt stehen, sind nicht belegt. Das ist ein Haushaltsrisiko. Wenn Sie reingeschrieben hätten, okay, 220 Millionen auf Kredit, wäre es ja noch okay. Aber Sie haben gesagt, Sie haben diese 440 Millionen als mehr Steuereinnahmen und das ist ein Skandal. Wenn ich sagen würde, ich brauche 2 Millionen für das Sozialticket und sage, wir haben ja da 2 Millionen mehr Steuereinnahmen, die würden mir das um die Ohren hauen. Und deswegen schon in der Form. Lieber Alexander. Und deswegen nur in der Form kann ich nur die Ablehnung empfehlen. Im Übrigen muss der Senat oder muss der Anteilseigner selber sehen, wo er das Geld herkriegt. Und wenn er es nicht vom Parlament kriegt, gibt es da sicherlich noch andere Wege. Nee, lieber Alexander, weil du hier gerade... Alexander, hör mir mal bitte zu, bei aller Aufregung, weil du hier gerade so gegen mich argumentierst. Das geht um ein Meinungsbild. Man kann einen Antrag in beide Richtungen formulieren. Das, ja doch, du musst mir widersprechen. So, aber es war eine gute Argumentation, ich sehe das genauso wie du. Im Übrigen, um das noch zu konkretisieren, die Steuermehreinnahmen sind Schätzungen, die stehen nirgendwo. Das Haushaltsjahr ist noch nicht beendet. Also man weiß noch nicht, ob die wirklich da drin sind. Und noch eine Frage, die auf Twitter aufgetaucht ist, weil irgendwo in irgendeinem journalistischen Blatt stand, es ging um Zinsmehreinnahmen. Ein Teil davon, ich glaube 85 Millionen, sind veranschlagt als Zinsminderausgaben. Ihr wisst, Berlin hat Schulden, dafür sind Zinsen zu zahlen. Da Deutschland aber gerade so kreditwürdig ist, beziehungsweise die EZB einen so niedrigen Leitzins stabil hält, muss man weniger für diese Zinsen ausgeben. Das schätzt zumindest der Finanzsenator. Das ist der andere Teil neben den Steuern und Mehreinnahmen. Nur zur Erklärung.
Ja, der Herr Nussbaum mag da schöne Schätzungen abgeben, das kann ja sein. Ich bin trotzdem auch ein Befürworter, das also kategorisch abzulehnen. Das ist auch die Überzeugung vom Squad Finanzen, Haushalt, Steuern. Die Fragestellung hast du ja schon spezifiziert. Es geht hier nicht nur um die Fragestellung, ob man den Nachtragshaushalt billigt. Es geht eigentlich um die Frage, vertraut man der Regierung? Und ich möchte einen Piraten hier sehen, der die Frage ganz klar mit Ja beantworten würde. Vertraut man der Regierung im Moment in der Koalition? Diese Salamitaktik, sowohl informationspolitisch als auch überhaupt haushaltspolitisch, die wir nicht nur bei BER, aber speziell bei BER jetzt erlebt haben, also sprich immer wieder solche Häppchen hinzuwerfen, was da wirklich passiert ist in den Ausschüssen, was die Flughafengesellschaft im Aufsichtsrat wirklich diskutiert hat, ist in meinen Augen eine Frechheit. Und dieser Nachtragshaushalt ist im Prinzip eine Absolution, es ist sowas wie eine Entlastung und das sehe ich nicht. Ich bin der Meinung, das muss in jedem Fall abgelehnt werden, zumal auch hier bei dieser Formulierung, wie es jetzt dasteht, nicht erkennbar ist, ob diese vorgeschlagene Richtigkeit sozusagen, das ist für uns ja erst im Nachhinein zu prüfen, ob der Nachtragshaushalt damit den Flughafen BER wirklich ausfinanziert. Also ich würde mich massiv dafür aussprechen, den Antrag in der Form abzulehnen, den Nachtragshaushalt als solchen klar abzulehnen und keine Enthaltung oder irgendein Zwischending zu machen. Halt, es gibt einen GO-Antrag, du musst einen Moment warten, Rolf. Es gibt einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es eine Gegenrede? Es gibt keine Gegenrede, damit ist die Rednerliste geschlossen. Es besteht jetzt noch die Möglichkeit, sich anzuschließen an die Reihe. Das ist nicht der Fall. Doch, da rennt noch jemand. Damit ist Frank der Letzte in der Rednerliste. Da ist noch jemand. Könntest du dich bitte beeilen? Oh. So, wir machen weiter. Also der Letzte ist jetzt Neuer Berlin auf der Rednerliste. Okay. Ja, meiner Meinung nach gibt es auch nur eine Möglichkeit, nämlich diesen Antrag abzulehnen. Wir können hier nicht SPD und CDU aus der Verantwortung entlassen oder auch nur den Eindruck erwecken, als würden wir dann ihnen Teil der Verantwortung abnehmen. Es gibt überhaupt keine klaren Aussagen bisher zum das, was wir auch schon immer gefordert haben, dass verzichtet wird auf große und Renommierprojekte, wie die geplante Bibliothek Tempelhofer Feld, wie ICE-Sanierung und, da wo überall immer noch Millionen ausgegeben werden sollen. Wir sollten meiner Meinung nach, wenn es um diesen Punkt geht, das zu einer deutlichen Abrechnung machen mit der Senatspolitik und genau darauf hinzuweisen, was auch viele Bürger sagen, dass für alles mögliche Geld immer da ist, aber nicht, wenn es um die sozialen Fragen, um Miet- und Wohnungspolitik, um Schulsanierung und geht. Also ablehnen. Ich bin darauf hingewiesen worden, nochmal zu betonen, dass in unserer Wahl- und Geschäftsordnung steht, dass sich die Redebeiträge kurz zu fassen haben und es keine Wiederholungen geben soll. Also jetzt nicht in der Rednerliste einfach nochmal sagen, ich bin auch gegen den Nachtragshaushalt. Bitte neue Argumente, sonst verzichtet bitte auf den Wortbeitrag. Vielen Dank. Die nächste. Und darf ich? Bitte? Ja. Voll kurz. Danke, Maha. Um nochmal zu verdeutlichen, worum es uns eigentlich geht. Nochmal, genau. Worum es uns eigentlich geht. Die Frage ist natürlich jetzt nicht, können wir hier einen Nachtragshaushalt, der eigentlich schon beschlossene Sache ist, irgendwie ablehnen. Natürlich als Opposition haben wir irgendwie die Pflicht, der Regierung zu misstrauen und hier gibt es jetzt irgendwie keine evidenzbasierten Grundlagen, um diesem Nachtragshaushalt zuzustimmen. Hat ja auch FJ sehr gut ausgeführt. Die Frage ist allerdings, könnten wir damit leben, wenn wir die Verantwortung hätten, wenn wir die Regierung wären, in dieser Situation, in dieser verkackten Situation, dass die Flughafengesellschaft insolvent geht, dass Tegel privatisiert wird im Ernstfall. Und das ist ja die Entscheidung, die jetzt hier gerade die Regierung trifft. Da können wir uns natürlich darauf zurückziehen, zu sagen, naja, das finde ich unsere Entscheidung, wir sind ja nur Opposition. Das ist auch Realpolitik, damit kann ich auch leben. Ich bitte nur, wenn ihr eure Redebeiträge macht, auch darauf einzugehen, wie würdet ihr euch denn verhalten in dieser Situation?
Ja, da ist zum Beispiel ein Argument zu sagen, naja, ich würde erstmal meinen regierenden Bürgermeister abschaffen oder absägen. So. Das könnte man auch sagen, um personelle Konsequenzen zu fordern. Nur darum geht es hier an der Stelle auch. Ja, wie argumentiert man das? Wie viel Verantwortung kann man sich auch als Opposition zutrauen? Wie möchte man Politik in diesem Parlament machen? Und es ist ein wunderbares Beispiel, weil diese Situation hier gerade mit diesem Flughafen echt verkackt wurde. Ja, ja bitte. Ja, mein Name ist Bettina. Okay, jetzt dürfen hier nur noch die Leute reden, die sozusagen dafür sind für den Antrag, also nach deiner Sichtweise. Nein. Also ich bin auch dafür. Nein, Bettina, du sollst noch nicht die gleichen Argumente wiederholen, wenn du dagegen bist. Gut, also ich bin dagegen. Ein Argument, das noch nicht gefallen ist. Ich denke, es lässt sich nicht vergleichen damit, dass dem allgemeinen Haushalt zugestimmt wurde, weil der enthält natürlich viele Posten, die wir haben wollen, von Sozialem über Kultur oder sonst was. Und dann stimmt man eben auch den Sachen zu, die man vielleicht nicht so mitträgt. In diesem Fall liegt es natürlich etwas anders. Und das andere, was ich im Moment noch überhaupt nicht sehe, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es noch nicht weiß oder dass es einfach noch nicht raus ist, wenn man diese Blanko-Ermächtigung gibt, was an welchen anderen Stellen wird denn dann letztendlich gekürzt, um diese Kohle zusammenzukratzen? Also wollen wir dem etwa jetzt auch zustimmen in dem Fall? Und das ist eher ein Punkt, wo ich sagen würde, entweder ihr geht hin und sagt, okay, Geld für das und das, wenn wir zustimmen, also stellt wirklich Forderungen und sagt, das und das sind unsere Sachen, die wir auch gerne noch hätten. Diese Geschichte, dass die Zinsen gerade niedrig sind, das gilt für alle und da muss man, also dann, dass man sich das wirklich abhandeln lässt, so nach FDP-Manier oder so ähnlich. Das wäre noch eine Möglichkeit, ansonsten würde ich dem jetzt erstmal nicht zustimmen, weil es ist auch eine symbolische Sache, dass man in der Opposition auch mal sagt, ihr habt es verbockt, jetzt tragt die Verantwortung. Natürlich werden die es durchziehen, ist ja klar. Es geht ja nicht darum, dass sie wirklich insolvent sind. Die Frage ist nur, ob man dem jetzt auch noch zustimmt und sagt, war schon alles okay. Oh, es geht darum, dass sie dann insolvent werden. Um das nochmal zu konkretisieren, in diesem Haushaltsentwurf stehen keine Kürzungen bei anderen Titeln drin. Es steht drin, dass man erwartet, dass genügend Geld am Ende des Jahres im Haushalt reinkommt. Bettina, ich versuche dir das zu erklären. Und deswegen, hört mir nicht zu. Ich warte auch gerne, Bettina, möchtest du das nochmal kurz wissen? Deswegen ja die Formulierung des Antrags. Es geht darum, dass man erwartet, Mehreinnahmen am Ende des Jahres überzuhalten. Das ist ja auch die Bedingung, die im Antrag steht, weil das ist, was in diesem Nachtragshaushalt steht. Es stehen keine Kürzungen drin. Das Einzige, was drin steht, wenn sich die Erwartung erfüllt, und das ist ja die Kritik, die wir auch haben, mit dem Blankoscheck hast du völlig gesagt, das Einzige, was drin steht, ist, wenn sich die Erwartungen der Steuermehreinnahmen und Zinsminderausgaben erfüllt, dass man das mehr Geld dann nicht für andere Dinge ausgeben kann. Das sind keine Kürzungen drin. Und da sollten Piraten vielleicht der Meinung sein, dass man das Geld doch für andere Dinge ausgibt, oder? Also lieber den Flughafen abschaffen. Gut? Ja. Gut. Weiter. Also um das nochmal klarzustellen, ihr könnt dafür und dagegen sprechen. Es war jetzt nicht gesagt, dass ihr nicht mehr dagegen sein dürft. Aber bitte keine Argumente wiederholen. Es gibt aber jetzt einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Ja, Meinungsbild für oder gegen den Antrag. Bitte hebt mal die Stimmkarte. Das ist eindeutig negativ. Also ich teile mit, das ist eindeutig negativ. Der nächste. Ja, mein Name ist Jens. Ich habe eigentlich die Anregung, dass wenn das wirklich so ist, dass das ein Nullspiel ist gegeneinander, das heißt, es wird nirgendwo an den ganzen Titeln gekürzt, dass man das in irgendeiner Form auch absichert. Beziehungsweise diese Forderung dann stellt, was passiert, wenn das eben nicht zu diesen Mehreinnahmen kommt. Wo wird gekürzt? Und das würde ich ganz konkret von denen auch verlangen. Das soweit als Antwort. Und darüber hinaus finde ich wichtig, das ist wieder ein Großprojekt, wo sich im Nachhinein rausstellt, sie kommen mit den Kosten nicht hin und machen das in der Salamitaktik und fordern das immer weiter. Was sind daraus für Konsequenzen zu ziehen? Ja. Kurze Beantwortung. Konsequenzen aus den Fails beim Flughafen würde ich erst ziehen wollen, wenn der Untersuchungsausschuss soweit Informationen darüber hat.
Und das mit dem Sicherstellen ist halt das Problem. Das ist ja im Prinzip die Forderung, die da auch drin steht. Wenn zustimmen, dann halt mit der Sicherheit, dass nicht gekürzt wird, weil am Ende doch nicht so viel über ist. Ne? Aber... Danke. Da würde ich massiv drauf treten. Keine Dialoge, bitte jetzt der Nächste. Also er meinte, dann würde man massiv drauf treten. Nächste, bitte. Ja, guten Tag. Jan Schrecker, Bezirksverordneter von Pankow. Mein Argument ist vor allen Dingen deswegen, diesen Nachtragshaushalt abzulehnen, weil bis heute nicht klar ist, wie die Bezirke weiter finanziert werden sollen, wie die Lücken in den Bezirken wirklich geschlossen werden sollen. Wir haben jetzt schon eine Personalsituation in den Bezirken, die unter aller Kanone ist. Es wird immer weiter gekürzt und das können die Bezirke nicht mehr weitermachen. Wir haben in Pankow 28 Stellen im Sozialamt, die nicht besetzt werden können, weil wir nicht von außen einstellen dürfen. Deswegen finde ich, ist die Frage, welchen Schwerpunkt man setzt. Und mein Schwerpunkt ist ganz klar erstmal die Existenzsicherung dieser Bevölkerung und das ist die Verantwortung, die wir hier in Berlin haben. Und deswegen kann ich sehr gut darauf verzichten, einen vergrößerten Flughafen zu haben. Existenzsicherung ist angesagt hier in Berlin. Vergrößerter Flughafen, es geht um den Neubau. Nein, es war keine Frage. Maha. Du bist nicht dran. Christopher Lauer ist dran. Ja, das Problem ist, ich möchte diesem Antrag weder zustimmen noch ihn ablehnen, da ich glaube, das Problem ist nochmal ein ganz anderes und man müsste einen anderen Antrag stellen. Der Benedikt weist nämlich zu Recht darauf hin, dass wir ja schon 2,4 Milliarden Euro für diesen Flughafen quasi ausgegeben haben, beziehungsweise an Bürgschaften. Diese Bürgschaften werden zu 100% durch den Bund, 26% und Brandenburg und Berlin mit jeweils 37% erbracht. Das heißt, wenn dieser Flughafen nicht fertiggestellt wird und die Firma pleite geht, müssen wir 888 Millionen Euro bezahlen. Cash. Zwar sofort. Und das ist das eigentliche Problem, weil was wir hier konfrontiert sind, sind auf einmal 440 Millionen Euro, wo der Senat sagt, hupsi, die hatten wir vor 6 Wochen noch nicht gesehen, was machen wir jetzt damit? Ach, wir haben zufällig einen Flughafen, da könnten wir der ist gerade am Pleite gehen, da könnten wir die ganz gut investieren. So. Und es sind eigentlich zwei voneinander getrennte Fragen. Nämlich erste Frage, wie gehen wir mit 440 Millionen Euro um, die das Land Berlin auf einmal hat? Also sollen wir die zum Beispiel für Schuldentilgung ausgeben, für die Bezirke, für Schulen, für Kunst und Kultur, für Wissenschaft, für den ganzen Investitionsbedarf, den es in dieser Stadt geht? Ja? Erstes Problem. Zweites Problem, wie gehen wir damit um, dass wir hier gerade diese Investitionsruine haben, die das Land Berlin, wenn sie pleite geht, 888 Millionen Euro kosten wird. So, und dann reden wir nicht mehr über die Schließung von einer Oper, sondern von mehreren. Was mich jetzt persönlich jetzt nicht so, aber aber in Steglitz-Zehlendorf wird es viele gut betagte Frauen geben, die das beunruhigt. Nein, aber ernsthaft, der Punkt, deswegen, ich sehe das Problem, ich sehe, dass das Problem ein anderes ist und ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir hier tatsächlich drüber abstimmen wollen oder ob wir uns nicht nochmal tatsächlich eine etwas clevere Lösung für dieses doch etwas mehrdimensionalere Problem ausdenken möchten. Also das ist jetzt nur ein Input. Ich habe jetzt leider auch keine Lösung, um das jetzt hier sofort ad hoc aufzulösen. Jörg? Von mir ein anderes Argument, um diesen Antrag abzulehnen. Grundsätzlich, das ist meine Wahrnehmung, werden gerade Großprojekte am Anfang und in der Planung wunderschön klein gerechnet, irreal berechnet, um dann nach und nach viel später und viel teurer fertig zu werden.
Und damit sollte man begründen, dass man diesen Nachtragshaushalt nicht will, damit endlich alle Verwaltungen, das ist nicht nur das Senat, das ist auch die Bezirksebene, mal lernen, reale und konkrete und belastbare Zahlen von Anfang an vorzulegen. Ja, hier ist René. Ich wollte auf den Gedanken von Franz Josef nochmal drauf eingehen. Vertraut man der Regierung? Und hier könnte man durchaus anbringen, ob man das nicht auch koppelt, ob man nicht Wowereit und Henkel aus dem Aussichtsrat entlässt, also dass man das als Bedingung stellt. Und da ist die Frage, ob man das mit in den Antrag mit aufnehmen kann. Die zweite Sache ist die Sorge der Invest, wenn das Ganze jetzt pleite geht, wie das dann aussieht, zwecks Privatisierung des Flughafens und ob man dieses Risiko eingeht. So, ich hoffe, ich darf jetzt mal antworten. Ja, die Versammlungsleitung achtet nicht drauf, dann antworte ich einfach. Was Christopher gesagt hat, und das ist das auch eigentlich, was in diesem Antrag steht, weil das meinte ich mit dieser Verantwortung vorhin. Die Frage ist doch jetzt, macht man hier so nach dem Motto Lernen durch Schmerz? Ne? Die Berliner Regierung wurde gewählt, die Berliner Regierung über Jahrzehnte wollte diesen Flughafen, die Berliner Regierung hat es verkackt und das kann uns jetzt 888 Millionen Euro kosten, zusätzlich zu den Schulden, die wir zum Beispiel aus dem Bankenskandal haben. Oder man versucht das noch zu retten, was möglicherweise aus Mehreinnahmen finanziert werden kann. Das ist doch die Frage. Also ich meine, sagt man jetzt, nö, die haben es verkackt, wir sind die Opposition, wir wollen auf keinen Fall irgendwie, wir wollen irgendwie zeigen, dass die es verkackt haben, möglichst deutlich, soll möglichst doll wehtun, das Land muss mehr Schulden aufnehmen, 888 Millionen Euro haben wir gerade gehört. Das ist die Frage. Ich glaube, das steckt auch im Antrag drin, aber einen alternativen Antrag bin ich auch gerne dafür. Ich kann mich da schwer entscheiden. Ich finde die Argumente, die hier vorgetragen sind, gegen den Antrag sehr gut. Ich finde aber auch, dass das Problem, was die Alternativen wären, wenn man so etwas nicht zustimmen kann, so ein Nachtragshaushalt nicht kommen würde, nicht stark genug thematisiert werden. Die Forderung zu die Zustimmung mit der Forderung zu verbinden, dass dann Wowereit und Henkel aus dem Aufsichtsrat rausgehen, halte ich für populistisch, das machen die Grünen zum Beispiel, weil davon wird nichts besser. Wer geht denn dann da rein? Ha? Wer geht denn dann da rein? Wer macht es denn dann? Und wird dadurch, werden dadurch die Bürgschaften, die man schon übernommen hat, die Schulden, die man möglicherweise aufnehmen muss, kleiner? Wird der Flughafen dann schneller fertig? Das hat damit nicht viel zu tun, außer dass man sich weiter profilieren kann. Das kann man auch wollen, das müsstet ihr dann wissen. Ja. Es ist natürlich jetzt ganz einfach und wird eigentlich von der Opposition auch erwartet, natürlich nicht zuzustimmen, und ich gehe davon aus, dass wir auch nicht zustimmen werden, aber das reicht halt nicht, weil das war jetzt schon in der letzten Plenarsitzung auch absehbar, der Kurs oder die Argumentation der Regierung sagt dann, okay, ihr wollt uns noch tiefer reinreiten und gut, dass ihr nicht an der Regierung seid, sonst wäre hier alles am Ende. Das heißt tatsächlich, und für mich ist das auch so ein bisschen eine Frage der Redlichkeit, es ist natürlich ganz einfach, so fundamental Oppositionspolitik zu machen und sagen, alles Mist, alles Scheiße, aber ich denke, wir sollten uns, und nur so werden wir auch auf Dauer ernst genommen, tatsächlich so handeln, als wenn wir in der Mitverantwortung wären dafür. Und meiner Meinung nach ist die Entscheidung, wie ich das jetzt sehe, entweder man stimmt dem grundsätzlich zu, dass das Geld aus der Staatskasse kommt, oder man macht halt das, was ein privater Investor macht, wenn ihm das Geld ausgeht, entweder nachschießen oder andere Investoren zu suchen. Das heißt, wir sollten tatsächlich uns mit der Frage beschäftigen, könnten wir mit einer Teilprivatisierung des Flughafens beispielsweise leben? Wäre das etwas,
was uns lieber ist, als dieses Geld auszugeben. Und das würde allerdings so ein bisschen bisher unserem Programm widersprechen. Darauf würde ich auch noch gerne hinweisen, aber das wäre aus meiner Sicht im Moment der einzige Ausweg, wenn man das Geld nicht aus der Staatskasse nehmen will, zu sagen, wir verkaufen Unternehmensanteile und finanzieren das daraus. Ja, mein Name ist Masu Pulami, ich bin Basispirat. Ich habe noch einen anderen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Gegenantrag? Also ich meine, wir sollten uns treu bleiben und sagen, die Bezirke wollten, soweit ich weiß, 30 Millionen mehr haben, einen Gegenantrag zu stellen, die Kürzung, also 30 Millionen bekommen die Bezirke und auch die Personaldecke, da waren die Beschäftigten jetzt ja auch auf der Straße, das wird auch geregelt, denn das ist ja ein Klacks gegen 440 Millionen und vielleicht werden doch mal private Investoren, ich kann mich erinnern, der Flughafen sollte erst von privaten Investoren gebaut werden. Da haben sich keine gefunden, jedenfalls nicht in ausreichender Weise. Ja, aber diesen Gegenantrag zu stellen, denn das ist ja dann nur noch ein Klacks. Ja, das ist eine Möglichkeit. Also man könnte sagen, man glaubt der Risikoabschätzung des Senats und der Flughafengesellschaft nicht und sagt, statt 444 Millionen braucht der Flughafen eigentlich nur 414 Millionen und die 30 Millionen, die aus den erwarteten Mehreinnahmen überbleiben, die steckt man in die Bezirke. Da würde ich euch aber bitten, weil ich kann mir noch ganz viele andere Felder vorstellen, außer den Bezirken, die Geld brauchen. Zum Beispiel sind gerade Hochschulvertragsverhandlungen, die Hochschulen fallen alle auseinander. Dass ihr eine Liquid-Initiative macht, was ihr priorisieren würdet. Weil das kann man tatsächlich tun. Also da kann man sagen, hier Änderungsantrag zum Haushalt sagt 414 Millionen und 30 Millionen packen wir in irgendwas anderes. Oder 50 Millionen packen wir in irgendwas anderes. Das ist tatsächlich ein sehr konstruktiver Vorschlag. Oder man sagt, wir schätzen mit 500 Millionen mehr Einnahmen. Das kannst du aber nicht begründen, weil du die Zahlen nicht hast. Du kannst halt nur dem Finanzsenator vertrauen oder nicht. Du kannst es, ja gut, okay. Ja, der Nächste. Ja, also mein Name ist Achim Weinbeier und ich denke mir, wir haben hier ganz viele Argumente gefunden und im Großen und Ganzen haben wir festgestellt, dass es wieso durchläuft, so oder so. Also ich erstmal ablehnen. Also ich bin jemand, der das ablehnt aufgrund der Tatsache, dass sozusagen die, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, jetzt stehe ich da, bin so aufgeregt, dass ich was sagen will. Na gut. Okay. Nee, muss ich ablehnen. vielleicht noch irgendwie weitergeben. So, nochmal Applaus für den Mann, der so aufgeregt ist. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ein Geschäftsordnungsantrag? Ja, bitte. Schriftlich, cool. Nein? Ich möchte gerne einen Geoantrag auf Änderung der Tagesordnung sprechen. Es wird die ganze Zeit über Alternativanträge gesprochen. Wir können nicht hier einen dazu machen, aber ich würde gerne einen danach sofort behandeln lassen. Doch, du kannst einen dazu machen. Ja. Du kannst jetzt einen Antrag stellen. Nein, also ja, die Versammlungsleitung hat gesagt, es geht nicht. Ja, aber das, was du machst, ist richtig. Also es gibt einen Änderungsantrag für die Tagesordnung. Für die Tagesordnung, dass wir einen anderen Antrag gleich danach behandeln. Okay. Den hast du das schriftlich? Ja. Den Antrag habe ich schriftlich. Aha, gut. ja, ich glaube, das kann ich so abstimmen, glaube ich. Sorry, dass ich dir den Platz wegnehme. Also ich kenne das. Vielleicht kannst du denen die Antragsnummer bekannt geben, dann können sich die Leute das auch anschauen. 33. Also X033. Es geht darum, direkt nach diesem nach der Behandlung dieses Antrags den Antrag X033 zu behandeln. Okay, dann stelle ich diesen Tagesordnungsänderungsantrag zur Abstimmung. Nein, halt, Moment, gibt es Gegenrede? Kurz noch Hinweis als Alternativantrag zu diesem. Ja, genau. Das geht nicht. Also, jetzt. Nein, jetzt bitte keine weiteren. Katja, gut, alternativer Geschäftsordnungsantrag. Das ist das Einzige, was du jetzt machen darfst.
Ist kein alternativer Geschäftsordnungsantrag. Tut mir leid. So. Gut, also. Es gibt auch noch die Möglichkeit der Gegenrede, aber Christopher macht einen alternativen Geschäftsordnungsantrag. Wo ist denn der Antrag? Um unseren Vorsitzenden zu zitieren, die Lage ist inhaltlich und organisatorisch verworren. Ich würde darum bitten, dass wir eine 5-minütige oder eine 10-minütige Pause machen. Ich glaube, ein GO-Antrag auf Unterbrechung der Sitzung gibt. 5 bis 10 Minuten, das stelle ich jetzt der Versammlungsleitung frei, wie viel sie denkt, sie braucht, um das hier mal zu entwirren. Und wir dann alle Anträge, die jetzt hier möglicherweise aufpoppen, um thematisch zusammenfassen und nach der Pause weitermachen. Okay. Jetzt kommt Michael Ebner, dann haben wir einen dritten. Auch noch eine Alternative. Diesen GO-Antrag aber nach Abhandlung der Redeliste, bitte. Ja. Ist ja auch überschaubar. Also jetzt haben wir den dritten alternativen GO-Antrag. Das heißt also, wir müssen jetzt durch Präferenzwahl. Also ich bitte, zieht doch bitte einen dieser Anträge zurück, bitte. Denn jetzt müssen wir durch Präferenzwahl die alternativen GO-Anträge alle abarbeiten. Christopher, nach Abhandlung der Redeliste, Pause. Nach Abstimmung dieses Tagesordnungspunktes. Ja, wir haben jetzt 3 alternative GO-Anträge, die wir mit unserem Zustimmungsverfahren abstimmen müssen. Wenn also einer bereit wäre, es zurückzuziehen. Okay. Ich hätte noch einen Vorschlag als Antragsteller oder Vertreter. Nein, es gibt nur die Möglichkeit der Gegenreden. Also man kann nur in dieser Situation Gegenreden halten oder Alternativanträge stellen. So. Ich möchte eine Gegenrede gegen den Antrag von Christopher stellen. Der ist zurückgezogen. Gut, dann ist gut. So, jetzt gibt es 2 GO-Anträge. Noch besteht die Möglichkeit der Gegenreden. Eine Gegenrede, bitte. Alex. Vielleicht mache ich mich auch gerade komplett zum Obst, weil ich noch halb zugehört habe. Aber ein Alternativantrag in einem Tagesordnungspunkt danach zu behandeln, ist totaler Humbug. Er hat ihn jetzt gestellt, wir können ihn jetzt behandeln. Aber wir würden ja dann einen Antrag behandeln, abstimmen, um danach im nächsten Tagesordnungspunkt inhaltlich dasselbe zu bearbeiten, um danach einen Antrag, den wir zugestimmt haben, wieder zu negieren. Meiner Meinung nach ist das überflüssig, ein überflüssiger Antrag zur Tagesordnung, weil dieser Alternativantrag zum Antrag hier gemeinsam behandelt werden muss mit dem Antrag, den wir gerade behandeln. Danke und ich bitte den Antragsteller des GO-Antrags, diesen zurückzuziehen und jetzt einfach die Versammlungsleitung dieser alternativen konkurrierenden Anträge gemeinsam zu behandeln. Danke. Okay. So, es gibt jetzt 2 GO-Anträge. Der eine ist, einen Tagesordnungspunkt einzufügen zur Behandlung von X033 nach diesem Antrag. Der andere ist eine Unterbrechung der Sitzung nach Abarbeitung der Redezeit. Ich stelle diese beiden alternativ zur Abstimmung. Die Ja-Karte, was? Nein, Michael Ebner hat diesen Antrag doch gestellt. So, also es gibt diese beiden Anträge. Mit der Ja-Karte stimmt er für den ersten Antrag, Einfügung dieses Tagesordnungspunkts. Mit der Nein-Karte stimmt er für eine 5-minütige Unterbrechung der Sitzung nach Abarbeitung der Rednerliste. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Alles klar, das ist sehr eindeutig. Jetzt müssen wir diesen Antrag noch zur Abstimmung stellen. Es gibt jetzt nur noch den GO-Antrag auf eine 5-minütige Unterbrechung nach Abarbeiten der Rednerliste. Wer ist für diesen Antrag bzw. dagegen? Das ist eine eindeutige Entscheidung. Vielen Dank. Dann setzen wir jetzt die Rednerliste fort und machen nach Ende der Rednerliste eine 5-minütige Pause. Ja, liebe Leute, ich weiß nicht, wem es schon klar geworden ist, wir reden hier nicht über einen Flughafen und wir reden hier auch nicht über einen Haushalt, sondern wir reden hier drüber, wie machen wir Piratenpolitik im Parlament in der Verantwortung. Diese Fragestellung dort oben müssten wir im Prinzip aufzäumen von der Fragestellung her, einfach mal illusorisch angenommen, wir hätten bei der letzten Wahl 50% plus X, hätten ausreichend lange Liste gehabt, würden alleine regieren jetzt, müssten diese
Frage, die uns die Vorgängerregierungen da vererbt haben, ist ja mehr als eine gewesen, müssten wir das jetzt entscheiden und erstmal laute Scheiße stöhnen und dann schauen, wie man diese Kuh vom Eis kriegt. Das ist im Prinzip die Frage, wie gehen Piraten mit so einer Situation um? Um nichts anderes geht es hier. Und es sind hier, ist hier eine Zahl von 888 Millionen in den Raum gestellt worden. Bleibt es denn bei dieser Zahl, wenn man die Sache pleite gehen lässt, oder kommt da was mit weiteren Schadensersatzforderungen, Durchgriffshaftung und so weiter? Diese Zahl kann doch genauso ausufern. Vielleicht nicht ganz so extrem wie die andere, aber die kann, und die Sache mit einem externen Investor, war das zum Beispiel mit den Berliner Wasserbetrieben so eine durchgängige Erfolgsgeschichte, dass wir das unbedingt wiederholen müssen? Ich sehe es nicht. Von daher gibt es meiner Meinung nach bei allen geballten Fäusten in der Tasche, das tun zu müssen, im Prinzip nur zwei Alternativen. Entweder man stimmt der Sache zu oder man macht eine sehr begründete Enthaltung und sagt, es ist der richtige Weg, aber wir wollen da nicht mit in die Verantwortung gehen. Letzteres wäre allerdings auch schon ein bisschen feige, und gerade mit einer Zustimmung klar begründet, wir halten die Zahlen für unseriös, aber wir stehen vor diesem Dilemma und wir sind in der Verantwortung, und es ist einfach die richtige Entscheidung, die wir nicht anders treffen könnten, wenn wir alleine hier zu regieren hätten, könnten die Piraten auch klar beweisen, dass sie verantwortungsvoll handeln können. Ja, Uli? Ich würde mal eine Kontrollfrage stellen. Ich habe im Eingangsbereich unser Wahlplakat gesehen, das haben wir gesagt, wir sind die mit den Fragen. Erstmal Literaturhinweis, ich denke im Zusammenhang mit dem Flughafen wäre George Orwells 1984 gute Abendbettlektüre. Im Parlament hat man schon gesehen, welche Richtung das läuft. Die Große Koalition sagt, BR ist eine Erfolgsgeschichte, mit dem Nachtragshaushalt wird alles gut. Ich würde, ich sage mal, zwei Flaschen relativ teuren Sekt verwetten, dass die 444 Millionen nicht ausreichen. Das ist aber eine Prognose meinerseits. Wir kennen es von der Bankgesellschaft, da wurde auch gesagt, wenn das Risikoabschirmungsgesetz nicht gemacht wird, wenn wir jetzt nicht sofort 2 Milliarden Eigenkapital reingeben, dann wird das alles noch viel teurer, und damit sind die Abgeordneten erpresst worden damals. Das kennen wir. Ich würde sagen, der Flughafen ist Bankgesellschaft die zweite. Das wird das gleiche Volumen werden, ungefähr 4, 5, 6, 7 Milliarden, Entschuldigung, jetzt muss ich aufpassen. Und wer garantiert denn die wer garantiert uns die Alternativen? Das heißt, wir müssten jetzt als Opposition die Frage stellen, liebe Regierung, 444, wie habt ihr die hergeleitet? Wie begründet ihr, dass das ausreicht? Die Frage müssen wir stellen, das ist eine Kontrollfrage. Und der ganzen Sache zuzustimmen aus staatsbürgerlicher Verantwortung oder zu sagen, wir enthalten uns, wir haben keine Meinung, sind beides schlechte Alternativen. Sondern wir als Opposition müssen die Fragen stellen, und wenn die nicht zu unserer Zufriedenheit nachweislich beantwortet werden, dann müssen wir ablehnen. Danke. Ich bin gebeten worden, nochmal darauf hinzuweisen, ein bisschen leiser zu sein. Das gilt besonders für den Barbereich. Aus dem Barbereich kommt sehr viel Lärm. Und es hindert einige Leute wirklich, der Versammlung zu folgen. Das sollte nicht so sein. Außerdem weise ich darauf hin, dass nach Lawyer Berlin die Redeliste geschlossen ist. Das heißt also, Alexander Spieß steht da falsch. Ja, ich wollte nur sagen, auch als NATS-Mitglied würde ich... Nein, du sagst jetzt nichts. Jetzt ist Frank Röber dran. Ja, ich wollte mich meinem Vorredner anschließen und den Antrag ablehnen, aber nicht aus fundamental oppositionellen Gründen, sondern... begründet, weil diese Schätzung von 440 Millionen einfach eine Schätzung ist, die sind überhaupt nicht fundamental begründet, und außerdem sollten wir fragen, was denn mit den Überschüssen, die Tegel jetzt durch die längere Nutzung und die Mehrfrequentierung erwirtschaftet, was damit passiert, ob man das nicht damit reinrechnen kann. Also einfach, dieser Antrag ist einfach zu schlecht, als dass man da zustimmen kann. Auch wenn man Realpolitik machen will, und im Zweifel gilt ohnehin, ich verstehe deinen Standpunkt, Martin, aber im Zweifel gilt, wir sind eine Oppositionspartei und ihr wollt Realpolitiker sein, und das müsst ihr auch den Bürgern verkaufen, was ihr da macht. Und wenn ihr Regierungspolitik macht, dann ist das für die meisten Leute nicht mehr verständlich.
Lawyer Berlin. Ja, vielen Dank, Lawyer Berlin, Mitglied im BER, in der BER-Arbeitsgruppe. Ja, ich denke, es gibt zwei Gründe dafür, dass dieser Antrag gestellt wurde. Wurde erstmal das Demokratieprinzip, dass ihr die Basis beteiligen wollt, und zweitens, dass ihr euch selbst nicht so ganz sicher seid. Das zweite, denke ich, dürfte der Hauptgrund sein. Ich denke, wir sind uns über einen Punkt einig. BER ist scheiße. Das Ganze ist von vornherein scheiße gelaufen und die Piraten können dazu nicht richtig Ja sagen. Aber jetzt im Nachhinein zu sagen, nur weil das Ganze im Laufen ist und es nicht mehr zu verhindern ist, müssten wir jeden Nachtragshaushalt, der so ähnlich wie beim Euro wahrscheinlich auch dann noch 10-mal nachgebessert wird, zustimmen, finde ich, ist der falsche Weg. Ich bin auch dafür, diesen Antrag abzulehnen und euch nicht das Votum dafür zu geben, aber ich bitte auch, und das hatte auch, glaube ich, ein Vorredner zumindest angedacht, über eine Enthaltung nachzudenken. Eine Enthaltung ist keine feige Position, sondern eine Enthaltung, wenn sie fundiert zustande gekommen ist, kann eine sehr dezidierte Meinung sein, dass man sagt, es gibt Sachzwänge, mag sein, aber wir begrüßen diese ganze Scheiße nicht und deswegen müssen wir uns an dieser Stelle enthalten. Danke. Jetzt bitte ich Martin noch abschließend was zu sagen und dann unterbrechen wir die Sitzung für 5 Minuten. Also ich fasse es kurz. Erstens, Meta-Statement. Ich weiß jetzt, warum wir Liquid Feedback haben. Solche Diskussionen funktionieren hier nicht. Zweitens, also sorry Leute, sorry, ihr habt so viel zusammengeschmissen und ich habe leider nicht die Möglichkeit gehabt, darauf zu antworten. Zweitens, ich lese folgenden Satz, Teil des Antrags ist nochmal vor und begründe, warum die letzten beiden Redebeiträge diesen Antrag eigentlich unterstützen. Diese Empfehlung behält nur dann Gültigkeit oder nur Gültigkeit, wenn die vom Senat vorgelegten Mehr- und Mindereinnahmen der Wahrheit entsprechen. Das bedeutet, wir müssen Fragen stellen. Das haben jetzt die letzten beiden Redner gesagt. Das, natürlich machen wir das als Oppositionsfraktion. Und das ist die Bedingung. Die Bedingung wurde formuliert. Wir stellen da die Fragen. So, und der dritte Punkt, abgesehen davon, dass wir eh gleich nochmal über die Alternativen, die ich sehr begrüße, wenn sie kommen, diskutieren. Der dritte Punkt ist das, was Michael Ebner gesagt hat. Es geht hier tatsächlich um Verantwortung. Wir haben auch gesagt, wir machen eine konstruktive Politik und wir müssen uns auch die Frage stellen, ob wir diese Entscheidung treffen könnten. Und ich bitte doch darum, das hier auch zu diskutieren. Zu dem Tegel-Dings. Es sind ja insgesamt 1,2 Milliarden Mehreinnahmen. Das kann man auch nachlesen, das haben wir auch veröffentlicht auf der BER-Seite, bitte ich nochmal nachzulesen. Da sind die Einnahmen, die die Flughafengesellschaft jetzt hat durch Schönefeld und Tegel pro Fluggast, die Abschätzung für das nächste halbe Jahr oder für das nächste Jahr bis zum 27. Oktober 2013, doch schon mit drin, Leute. Es ist doch nicht so, dass der Senat die Bilanzierung für die Flughafengesellschaft machen würde. Der Senat ist 37-prozentiger Anteilseigner und der muss jetzt entweder die Verantwortung tragen für den Mist, der da gebaut ist, oder die Verantwortung abgeben an einen privaten Investor. So. Wie gesagt, gerne nochmal im Liquid, weil irgendwie sehe ich nicht, dass das hier so gut funktioniert. Ansonsten warte ich auf den Tagesordnungsänderungsantrag und wir können es ja nochmal aufrufen hier. Dankeschön. Die Veranstaltung ist jetzt für 5 Minuten unterbrochen. Es ist 12.59 Uhr, das heißt, wir fangen um 13.05 Uhr wieder an. Danke. So, also, ich kann es noch mal kurz erklären. Das, was du machen wolltest, wäre so gegangen. Du hättest einen Tagesordnungsantrag stellen sollen auf Wiedereröffnung der Rednerliste. Dann hättest du nämlich als normaler Redner jederzeit einen Alternativantrag stellen können. Denn das kann ein normaler Redner machen. Verstehst du? Die Rednerliste wäre noch offen. Nein. Jetzt ist sie geschlossen. Ich schlage jetzt Folgendes. Ich schlage jetzt Folgendes vor zum Verfahren. Den gibt es nur für GO-Anträge. Nein, es steht richtig doch. Das ist erklärt. Etwas früher. Das hast du noch nicht gesehen. Doch, der ist erklärt, aber vor der Liste. Das ist ein bisschen verwirrend. Der ist aber erklärt. So, also nochmal. An mein Vorschlag, also muss ich jetzt erstmal mit der Verwaltungsleitung besprechen. Mein Vorschlag ist, dass wir einfach die Rednerliste wieder öffnen. Dann kann Michael Hartung seinen Alternativantrag stellen, dann kann darüber diskutiert werden,
so lange, bis jemand mal beschließt, die Rednerliste wieder. Das kann ja die Versammlung jederzeit tun. Also wenn sie nicht einverstanden ist, braucht nur der Antrag gestellt werden, die Rednerliste wieder zu schließen. Dann hatte aber Michael Hartung die Möglichkeit, diesen Antrag einzubringen, weil der einfach in diesen Tagesordnungspunkt gehört. Einen neuen Tagesordnungspunkt zu machen, ist Blödsinn. Du weißt jetzt Bescheid. Du bist jetzt dran. Nein, du brauchst nur noch deinen Antrag vorzustellen, weil ich dir das abnehme. Die Rednerliste ist dann wieder gelöst. Wir machen das. Ich öffne von Amts wegen. Du sagst dann nur noch, stellst du noch deinen Antrag vor. Den müssen wir auch projizieren. Im Wiki steht er, ja. Ich mache ja. Okay. Christopher. Das, was du gesagt hast, ist richtig und das war mir auch klar. Nur Michael ist hier angekommen und hat gesagt, ich will eine Geschäftsordnung auf Alternativantrag. Ich sage richtig, weil es keinen Geschäftsordnungsantrag gab. Und dann kam er an, dann ändert es die Tagesordnung. Ich wusste ja nicht, was er wollte. Kann ich nur sagen, damit habe ich auch kein Problem. Der Antragsteller ist vielleicht okay, nee.
Ja, nur Piraten, die akkreditiert worden werden als Pirat im Sinne der Geschäftsordnung behandelt und damit dürfen Gäste keine Anträge stellen. Also du musst dir einen Proxy suchen. Alles das. Okay. Aber reden darfst du. Ja. So, die Pause ist zu Ende. Ich bitte wieder Platz zu nehmen. Wir setzen die Sitzung jetzt fort. Ja, kurz zur Erklärung. Also Anträge, die zum gleichen Thema sind, werden natürlich im selben Tagesordnungspunkt abgestimmt. Das Problem war, dass vorhin die Rednerliste geschlossen worden ist. Aber es gibt jemanden, der einen Alternativantrag stellen will zu dem bereits eingereichten Antrag. Das heißt, unter diesen Umständen wird die Redeliste von mir jetzt von Amts wegen wieder geöffnet. Michael Hartung hat das Wort. Er kann seinen Antrag vorstellen und ihr könnt dazu auch Stellung nehmen, bis jemand wieder die Rednerliste schießt. Also entweder die Sitzungsleitung oder es kommt ein entsprechender Geschäftsordnungsantrag von euch. So, ich bitte aber um etwas Ruhe und ich bitte auch euch zu setzen. Es ist keine Änderung der Tagesordnung es hat keine Änderung der Tagesordnung stattgefunden. Wir sind also im selben Tagesordnungspunkt und wenn ihr bitte jetzt mal leise seid, hat Michael Hartung jetzt das Wort. Michael. Geht nicht. Doch, jetzt geht's. Ah. Also, ich würde gerne folgenden Antrag als Alternative stellen. Empfehlung an die Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus, einen Antrag auf Zwangsverwaltung für das Land Berlin zu stellen. Die Begründung, Berlin ist sowieso total überschuldet. Und kann sich sowas wie so einen Riesenflughafen, den sie nicht bezahlen können, gar nicht leisten. Stattdessen werden alle möglichen sozialen und Bildungssachen abgebaut und wir sehen überall im Verkehr, wie die Infrastruktur verfällt. Die einzige Chance, die Berlin hat, ist eigentlich eine Zwangsverwaltung, weil dort dann die Verschuldung abgebaut werden kann. Ja, danke. Ja, die Diskussion über diesen Antrag ist jetzt möglich. Kann ich jetzt? Und es gibt aber einen Antrag zur Geschäftsordnung. Ich stelle hiermit den Antrag auf ein Meinungsbild zu diesem Antrag. Okay. Also wir stimmen jetzt über dieses Meinungsbild ab, wer für oder gegen diesen Antrag ist. Das ist ein Meinungsbild, ja.
Okay, ich stelle fest, es sind überwiegend Nein-Stimmen. So, der nächste Redebeitrag, wenn einer kommt. Keiner? Michael Ebner. Also, Christopher sagt gerade, er braucht noch 2 Minuten, um einen Antrag fertig zu schreiben. Ich möge die Zeit überbrücken. Also rede ich jetzt zum vorigen Antrag. Was bringt uns denn eine Zwangsverwaltung für Vorteile? Es ist doch nicht wie im Gesamtvollstreckungsverfahren, wo es dann hinterher eine Restschuldbefreiung gibt. Das funktioniert doch bei Staaten und das Land Berlin ist zumindest als Bundesland, hat eigene Staatlichkeit. So funktioniert das ja nicht. Entweder man handelt mit den Gläubigern einen Schuldenschnitt aus oder man wird die Schulden erstmal nicht los. Von daher, Zwangsverwaltung heißt nur noch, es gibt keinen Senat mehr, der irgendwas zu entscheiden hat, sondern ein Zwangsverwalter würde die Sachen regeln. Ein Abgeordnetenhaus würde überflüssig, irgendwo Politik machen kann man nicht. Das Soziale wurde zusammengestrichen auf das gesetzlich absolut Vorgeschriebene. Das würde also noch weniger werden, als es derzeit ist. Ja, damit kann man langfristig natürlich auch ein bisschen Schulden abbauen. Oder man kann das Land Berlin komplett kaputt sparen. Ob das die maximale Einsparung immer so erfolgsversprechend ist, da schaut man sich jetzt mal Griechenland an, Spanien, Portugal. Das ist ja jetzt auch nicht durchgängig so die Erfolgsgeschichte, über Sparen einen Staatshaushalt zu sanieren. Klar, ohne Sparen geht es nicht, aber maximale Sparanstrengungen sind dann meistens auch der falsche Ansatz. Okay. Ich bitte, hinter mir ist eine Rednerliste, dann übergebe ich mal. Ich bitte um etwas Ruhe und vor allen Dingen ist es nicht gut, wenn Leute im Mittelgang stehen. Der ist dafür da, damit man fliehen kann. Wenn ihr da steht, sehen die Leute hinten nichts mehr. Also Delius und 2 weitere Piraten, die da jetzt gerade stehen und auf Leute zeigen, bitte setzt euch hin. So. Ja, wir reden die ganze Zeit über Credibility, die Piraten leisten müssen. Ehrlich gesagt, bei diesem Antrag ist mir überhaupt nicht klar, was es für die Credibility bedeutet. Ich denke, es ist wesentlich unglaubwürdiger, hinter sowas zu stehen, als zu sagen, wir lehnen einfach diesen Nachtragshaushalt ab, weil wir von den Bürgerinnen und Bürgern dazu berufen sind, so ein Sprachrohr darzustellen. Ich meine, wenn man mal rumfragt, was die Menschen halten von BER, dann sind 90% der Leute wirklich super kritisch, halten den Nachtragshaushalt und die 400 Millionen für totalen Quatsch. Und warum sollen ausgerechnet dieses Beispiel jetzt, wo wir auch, sage ich mal, unsere piratische Ansicht transportieren sollen, müssen, können, wir uns hinstellen und damit einen Credibility-Beweis für ein hypothetisches Szenario liefern, wir könnten ja Regierungspartei sein und zwar erst ab heute, ja, dann hätten wir jetzt aber genau das zu entscheiden, wir wären dann ja auch ab 2011 schon Regierungspartei gewesen und es wäre alles anders gelaufen. Ich bin der Ansicht, wir haben so schöne Inhalte hier noch im Programm, wir sollten vielleicht einfach weitergehen und die beiden Anträge einfach beide ablehnen. Michael Hartung. Also wieder mal die Sache mit Piraten und Politik. Wollen wir Politik 1.0 machen, dann machen wir genau das, was der Vorredner gerade gesagt hat. Nur das können alle anderen Parteien viel, 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 viel besser als wir. Was wir machen müssen, ist andere Formen der Politik entwickeln und dazu gehört auch diese ganzen Abläufe zu stören, die wir hier haben. Ja, und da einen Ablauf zu stören ist nicht, indem man einen Nachtragshaushalt ablehnt, wo sowieso die absolute große Mehrheit dafür stimmen wird. Was soll das? Das interessiert keinen Menschen draußen auf der Straße, der uns vielleicht irgendwann mal wieder wählen sollte. Ja, also ich möchte eigentlich auch darauf hinweisen, dass dieser Antrag ein Plädoyer ist für mehr Kreativität und es hat mit dem anderen Antrag ja überhaupt nicht wirklich was zu tun, insofern, weil er inhaltlich sich ja nicht, er setzt sich damit auseinander, aber macht ja eigentlich einen absurden Vorschlag, der sowieso nie durchkommen würde. Allerdings setzt er eine Diskussion in Gang und das Bewusstsein stärkt das und das ist an sich etwas, was man unterstützen kann. Sprich die Kreativität, also die auch absurde Vorschläge zu machen, ist etwas, was Öffentlichkeit erzeugt, was Aufmerksamkeit erzeugt und gleichzeitig eine Haltung ermöglicht, wo dann die Zustimmung zu dem anderen Antrag, ob die Zustimmung oder die Ablehnung einen geringeren
eine geringere Bedeutung hat. Das heißt, die Haltung wird gezeigt und das andere ist eine ganz andere Entscheidung. Danke. Ja, Martin? Ja, also ich muss mal sagen, das, was FJ gerade gesagt hat, halte ich für ein valides Argument. Mit der Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung zu argumentieren, halte ich für ein valides Argument, den ursprünglichen Antrag abzulehnen. Was mich vorhin so geärgert hat, ist, dass hier mit Pseudo-Informationen um sich geschmissen wurde und so getan wurde, als gäbe es ein Wünsch dir was. Es geht hier konkret um diesen Nachtragshaushalt und natürlich steht es euch frei, den abzulehnen und zu sagen, liebe AGH-Fraktion, macht hier Fundamentalopposition. Das ist natürlich eure Entscheidung. Ich bin dennoch dafür, dass wir zumindest darüber offen diskutieren sollten, auch so zu tun, als würden wir die Verantwortung hierfür tragen müssen. Dankeschön. Also ich möchte mich ganz klar dagegen verwahren, dass das absurd ist. Hier in Deutschland gibt es zumindest ein Land, was unter Zwangsverwaltung steht. Es gibt viele Diskussionen darüber, wie man von Schulden runterkommt. Und einer meiner Vorredner hat schon gesagt, durch Sparen wird das nicht gehen. Jeder Wirtschaftswissenschaftler wird das bestätigen, durch Sparen geht das nicht. Von Schulden kommt man nur durch Inflation runter oder indem man eine Insolvenz anmeldet. Und nichts anderes sollte passieren. Da ist ein GO-Antrag. Schließung der Rednerliste. Gibt es Gegenrede? Nein. Gut. Dann ist die Rednerliste geschlossen. Der nächste ist, glaube ich, Christopher. Naja, ich wollte jetzt mal ja, dann mach das. Also, jetzt ist die Verwirrung komplett. Ich habe hier einen schönen Alternativantrag in kompletten Politikgeschwurbel, mit dem wir die Möglichkeit haben, uns politisch zu positionieren und dennoch zu sagen, dass wir das mit dem Nachtragshaushalt nicht so toll finden. Die Piratenpartei Berlin ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und unterstützt daher eine Fertigstellung des Flughafens Berlin-Brandenburg. Die Nichtfertigstellung des Flughafens wäre für das Land Berlin ein größerer Schaden als die Fertigstellung. Dies ist jedoch keine Absolution für die Fehlplanung und Misswirtschaft. Daher unterstützen wir auch den geplanten Untersuchungsausschuss BER. Eine Fehlplanung wie BER darf sich nicht wiederholen. Wir unterstützen nur solche Finanzierungskonzepte für den Flughafen, die seriös vertretbar sind und das Land Berlin nicht noch weiter in finanzielle Schwierigkeiten bringen, müsste es heißen. Ich habe mich da jetzt leider in der Kürze. So, Kürzungen bei sozialen Projekten der Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur lehnen wir für die Flughafenfinanzierung ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehe ich da noch... Pavel, wie stellst du dich an? Martin Delius, steht dir da an? Ja, also ich bin jetzt nicht Heiko, aber ich mache das einfach mal. Angesichts dieses besser formulierten Antrags, der auch auf die Diskussion eingeht, würde ich den ursprünglichen Antrag zurückziehen und diesen Antrag von Christopher unterstützen. Okay. Da es einen neuen Antrag gibt, ist natürlich die Rednerliste wieder geöffnet. Ich möchte euch bitten, beide Anträge jetzt zu unterstützen. Dieser eine Antrag ist politisch wirklich auch so, dass wir wahrscheinlich damit Erfolg haben können. Und der andere Antrag ist sehr unwahrscheinlich, dass er durchkommt. Es würde aber eben ganz, ganz deutlich machen, dass unsere Position so steht, dass wir diese finanzielle Misswirtschaft eigentlich tatsächlich mit dem Entzug der Möglichkeiten für den Senat, also der Zwangsverwaltung, sehen. Mein Name ist Ingo, also ich möchte auch den Antrag von Christopher Lauer zustimmen, den anderen Antrag abzulehnen, weil er nämlich die demokratische Arbeit im Parlament ziemlich sehr einschränken würde und wir auch nicht mehr in Berlin, weil Berlin ein Stadtstaat ist, einschränken würde. Vielen Dank. Ja, also wenn ich mir den Antrag von Christopher hier durchlese, Christopher, das ist tolles politisches Geschwurbel, aber es ist eigentlich auch unser Geschwurbel und deswegen muss ich gleich sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe nur eine Frage dazu. Heißt es, wenn wir jetzt 3 zustimmen und 1 und 2 ablehnen, dass dann auch die AGH-Fraktion dem Nachtragshaushalt ablehnt?
Da muss jemand was zu sagen. Ja, das ist ja das Tolle. Da steht drin, wir stimmen nur solchen Finanzierungskonzepten zu, die seriös sind. Erste Bedingung. Und zweitens, die nicht auf Kosten von sozialen Projekten, Bildung, Wissenschaft, Kunst und Kultur. Wir können da gerne auch noch andere Sachen aufnehmen. Es geht halt darum, dass wir sagen, okay, wir erkennen an, der Flughafen muss fertig werden. Ja? Und wenn wir ihn halt bauen und da weiteres Geld reinschicken, dann darf das Berlin erste Bedingung nicht noch in weitere finanzielle Schwierigkeiten bringen und die anderen Bedingungen sind auch da. Das heißt, wenn wir als AGH-Fraktion oder ihr durch ein weiteres Liquid-Feedback-Votum der Meinung seid, dass man dem so nicht zustimmen kann, weil es diese Konsequenzen, die dort beschrieben sind, hat, dann werden wir dem nicht zustimmen. Wenn wir alle der Meinung sind, das ist total super durchgerechnet, entgegen aller dem, was wir bis jetzt gesehen haben vom Senat, dann werden wir dem zustimmen. Ja. So, Rolf? Ja, also das ist auf jeden Fall schon besser als der erste Antrag. Leider fehlt die konkrete Empfehlung für das Abstimmverhalten unserer AGH-Fraktion. Ich wäre dafür, das mit aufzunehmen, dass wir nämlich gegen den Nachtragshaushalt stimmen. Und man kann diese Punkte, die da stehen, wunderbar mit in die Begründung packen, denn aus dem, was im Nachtragshaushalt vorgelegt wird und wie er begründet wird von der Regierungskoalition, werden ja genau diese Fragen, die jetzt da aufgeführt werden, nicht beantwortet. Also wir haben überhaupt keinen Grund bisher, diesem Nachtragshaushalt zuzustimmen. Es gibt einen GO-Antrag auf Ende der Rednerliste. Ja, das ist jetzt zwei. Ja, dann gibt es auch noch von der gleichen Person einen GO-Antrag auf. Das ist schlecht. Kannst du einen bitte stellen? Einen GO-Antrag, nicht zwei. Ende der Rednerliste. Okay, also es gibt einen GO-Antrag auf Ende der Rednerliste. Gibt es dagegen Gegenrede? Sieht es das formell? Ja, formell. Dann stelle ich das zur Abstimmung, Schließung der Rednerliste. Ja, das ist die überwältigende Mehrheit. Es besteht also jetzt noch die Möglichkeit, sich anzuschließen, sonst ist die Rednerliste geschlossen. Schließt sich noch jemand an? Ja, also du bist dann, ja, das ist dann das Ende der Rednerliste. Gut, dann geht es weiter, es sei denn, es gibt noch GO-Anträge. So, jetzt. Gut. Ja, also ich möchte euch zum einen bitten, den Antrag von Christopher anzunehmen. Ich möchte euch bitten, den Antrag von Christopher anzunehmen, weil er für mich ganz vernünftig erscheint. Und dann möchte ich eigentlich zu dem konkurrierenden Antrag fragen, kann mir mal eigentlich irgendjemand sagen, was eine Zwangsverwaltung mit Bürgerbeteiligung und Partizipation zu tun hat? Hallo? Ich meine, was sind unsere Werte und was hat dieser Antrag mit diesen Werten zu tun? Dankeschön. Ja, ich wollte nochmal auf das entgegnen, was Rolf gerade gesagt hat. Wenn man sich jetzt festlegt, bedingungslos, dann bedeutet das, ganz egal, was die Regierung jetzt, was die Verhandlungen ergeben werden, wir stimmen sowieso dagegen. So, und das ist, glaube ich, ein Bild, was man, glaube ich, auch nicht abgeben möchte. Und das ist halt auch unseriös zu sagen, egal wie die Debatte verlaufen wird, egal was am Ende da stehen wird als Haushalt, wir lehnen den eh ab. Das halte ich für verkehrt. Deswegen würde ich bitten, diesen Antrag so in der Form, wie er da steht, anzunehmen. Danke. Mein Name ist Nikolai, ich finde den auch besser wie den vorhergehenden. Ich habe eine Verständnisfrage zu dem ersten Satz im dritten Absatz, und zwar Finanzierungskonzepte für den Flughafen, die seriös sind, ist klar, und das Land Berlin nicht noch weiter in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Wenn es jetzt jedoch weitere finanzielle Mittel braucht, um den fertigzustellen, dann weiß ich nicht genau, wie die finanziert werden und ob dann nicht doch wieder der Aspekt reinkommt, dass er privat finanziert wird oder ein Teil davon privatisiert wird. Genau, das weiß ich auch nicht und das weiß die AGH-Fraktion dann auch nicht und dann werden wir diesem Nachtragshaushalt nicht zustimmen. So, Georg hat nochmal gebeten, dass ich klarstelle, um welche Anträge es geht. Also der Antrag
Der erste Antrag von Martin Delius ist von Martin Delius zurückgezogen worden. Das heißt, es geht jetzt um den Antrag von Michael Hartung und den Antrag von Christopher Lauer. Diese beiden werden als konkurrierend angesehen von der Versammlungsleitung. So. Bitte. Ja, also ich bin immer noch Philipp aus Spandau und mir ist der erste Halbsatz einfach zu pathetisch. Von mir aus sollte zwischen ist und im ersten Satz nichts stehen. Ja, ist ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, halte ich für albern und pathetisch. Das zweite ist meine Frage, wer entscheidet, was seriös ist? Ich hoffe, die Mitgliederversammlung, was seriös vertretbar ist. Und das nächste sind die Kürzungen. Ich bin also nicht nur gegen Kürzungen bei sozialen Projekten, Bildung und so weiter, sondern auch gegen das Vorenthalten von für diese Projekte möglicherweise zukünftig zusätzlich zur Verfügung stehenden Mitteln. Und dann möchte ich zur Gesamtdiskussion nochmal anmerken, Sachzwänge fallen nicht vom Himmel, Sachzwänge werden gemacht von denen, die interessiert sind, etwas durchzusetzen. Es gibt in dem Sinne keine Sachzwänge. Und wenn man jetzt diesem Nachtragshaushalt zustimmt, schafft man ja für die Zukunft unter Umständen neue Sachzwänge, weil wenn das Geld dann nicht durch Mehreinnahmen einkommt, dann fehlt es, dann hat man wieder den Sachzwang, dass man vielleicht Kitas schließen muss oder. Man erzeugt also unter Umständen durchaus eine ganze Menge völlig negativer Sachzwänge dann wieder und dann sieht man sich wieder gezwungen, irgendwelchen ganz üblen Kürzungen zuzustimmen. Also ich bin da sehr skeptisch und am schlimmsten finde ich die Sache mit der gesellschaftlichen Verantwortung und dem Bewusstsein. Danke. Ja. Dem möchte ich was entgegnen. Ich finde das überhaupt nicht pathetisch, sondern die Piratenpartei Berlin hat in dem Moment, in dem wir in allen Bezirksverordnetenversammlungen vertreten sind, in dem Moment, in dem wir als Fraktion im AGH vertreten sind, hat diese Partei eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Denn wir nehmen an der politischen Willensbildung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland teil. Wir sind eine Partei, die ein Programm anbietet und den Leuten sagt, ja, wenn ihr uns wählt, dann setzen wir dieses Programm um oder wir versuchen zumindest eine Regierung in die Richtung zu bewegen, wenn wir in der Opposition sind, dass dieses Programm umgesetzt wird. Wir haben sehr wohl eine Verantwortung. Das kann man meiner Meinung nach nicht leugnen. Der zweite Punkt war das, dass die, was seriös ist, ja, das ist eine gute Frage. Einmal muss man da natürlich der Abgeordnetenhausfraktion vertrauen, ob die ein Finanzierungskonzept als seriös bewertet oder nicht. Gleichzeitig können wir das gerne, wenn es denn dann vorliegt, in Liquid Feedback reinstellen. Dann haben die Mitglieder des Landesverbandes Berlin die Möglichkeit, dieses Finanzierungskonzept als seriös oder als unseriös zu bewerten. Und ich glaube, wir haben alle Lust auf einen Programmparteitag, auch mit Hinblick auf die Bundestagswahl. Ich fände es überhaupt nicht schlimm, wenn wir nochmal über solche Entscheidungen dann auch reden, wenn sie anstehen. Also dann machen wir einfach nochmal einen Parteitag, geht ja auch. Der dritte Punkt war das mit den Sachzwängen. Ja, das ist natürlich tatsächlich blöd, dass wir als Partei hier reingekommen sind, ohne dass Berlin einen ausgeglichenen Haushalt hat und wir einfach sagen können, naja, wir machen das jetzt so und so. Ich glaube, dass durch diesen letzten Abschnitt, wo wir sagen, dass wir für die Finanzierung von BER nicht der Kürzung bei schon bestehenden Projekten zustimmen werden, klargemacht haben, dass wir nicht bereit sind, diese Fehlplanungen auch noch dadurch, sage ich mal, zu legitimieren, dass dann noch an anderen Stellen, wo das Geld irgendwie noch nötiger gebraucht wird, gekürzt wird. Es wurde vorhin irgendwie auf die Situation eingegangen, dass Kredite im Moment sehr billig ist. Vielleicht kann uns Finanzsenator Nussbaum ja auch erklären, wie man das Ganze mit günstigen Krediten irgendwie abfrühstücken kann. Ich weiß es nicht, wir sind alle gespannt.
Und noch ein dritter Punkt, wie gesagt, ich stelle diesen Antrag gerne nochmal nach dieser Diskussion hier ins Liquid Feedback rein, dann könnt ihr alle eure Anregungen schreiben und dann können wir gerne eine aktualisiertere Version davon verabschieden, wo wir sagen, okay, da sind jetzt wirklich alle Punkte, die hier jetzt möglicherweise noch nicht berücksichtigt worden sind, berücksichtigt. Christopher, Christopher, ich würde dich fragen, ob du dem zustimmen könntest, dass wir zum Beispiel da in diesen Antrag reinschreiben, dass wir ein Finanzierungskonzept fordern, was ein substanzielles, eine substanzielle Mitbeteiligung der Berliner Wirtschaft, die ja an dem Flughafen interessiert ist, irgendwie regelt. Wie, weiß ich nicht. Also Bettensteuer, weiß der Teufel was. Es gibt bestimmt Ideen dazu. Die kann man jetzt hier auf der Schnelle natürlich nicht erfinden. Aber die Wirtschaft sollte sich substanziell am Weiterbau oder am Fertigbau des BER beteiligen. Ja, da hätte ich jetzt gerne einfach ein Meinungsbild von der Versammlung. Wer möchte, dass in diesem Antrag noch drin steht, dass sich die Wirtschaft substanziell am Weiterbau beteiligen soll? Die Wirtschaft wird wahrscheinlich sagen, ja, tun wir doch, wir bezahlen hier Steuern. Aber ich hätte gerne einfach ein Meinungsbild. Ich persönlich würde es nicht so gerne übernehmen. Ja, also dann bleibt es bei der Formulierung, wie sie so ist. So, Martin Delius. Ja, vielen Dank. Also zu dem Antrag von Michael Hartung, ich wollte das nochmal präzisieren, was vorhin schon, ich glaube Ingo hat das gesagt oder Asset, Zwangsverwaltung würde bedeuten, dass das zumindest in der Verfassung stehende Königsrecht des Parlaments des Haushaltsgesetzgebers abgeschafft werden würde und das kann ich nicht, dem kann ich nicht zustimmen. Zu dem Antrag dort, um das nochmal zu präzisieren, seriös verstehe ich als Mitglied der AGH-Fraktion so, dass die Fragen danach, wie berechtigt die Annahme, wir haben mehr Einnahmen, die nicht zu Kürzungen führen würden, ist, ausreichend beantwortet werden, belegt werden können. Mit Zahlen, die wir auch veröffentlichen können, mit Zahlen, mit denen ihr auch umgehen könnt, um dann eventuell nochmal ein Liquid-Votum einzustellen. Das würde für mich seriös bedeuten und allen anderen Sachen kann ich so zustimmen. Natürlich kann man die abzulehnenden Kürzungen, die Liste noch beliebig erweitern, das ist klar. Also Antrag 3, zustimmen. So, nächste. Also ich finde, das ist mir ein bisschen zu schwammig, denn wer kontrolliert, dass die Kürzungen bei sozialen Projekten und so weiter dann nicht erfolgen. Natürlich das werden Parlament. Sie, ja, natürlich werden sie erfolgen, aber wir haben ja keine Mehrheit und ich finde, umgekehrt wird ein Schuh drauf, wie ich schon vorhin sagte, die Kürzungen sollen also ausgeglichen werden, die dieses Jahr schon erfolgt sind. Und dann, das ist konkret und das kann gemacht werden und das andere können wir nicht kontrollieren. Also nochmal, es geht hier um eine... Ja, lass mal. Ich finde es gut, wenn man seriös wirklich nochmal ein bisschen hintersetzt, zum anderen, was Martin Delius eben gesagt hat, finde ich gut, mit reinzunehmen. Und ich würde gerne seriös auch mit wirtschaftlich plausibel. Ein Finanzkonzept, was seriös ist, ein Finanzierungskonzept heißt, dass es auch wirtschaftlich plausibel ist, das heißt, dass es das Ziel, das BER danach steht, auch wirklich möglich ist zu erreichen. Okay, Vorschlag, ja, Vorschlag, Meinungsbild. Wer würde gerne den Antrag dahingehend ändern, dass dann da stehen würde, dritter Absatz, wir unterstützen nur solche Finanzierungskonzepte für den Flughafen, die seriös, vertretbar und wirtschaftlich plausibel sind. Meinungsbild? Das Meinungsbild fällt positiv aus. Okay, dann machen wir das so. Also bitte dann noch ein, die seriös und wirtschaftlich, was? Vertretbar? Nee, plausibel. Plausibel. Ja. Was? Opern schließen? Ja, okay. Okay, Frank? Ja, einmal wurde ich noch von Rolf gebeten, dem gefällt das nicht, wahrscheinlich auch noch vielen anderen, dass es letztlich dann doch wieder so eine Art Blankoscheck ist. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, aber würde das Ganze doch noch
weiter einschränken wollen. Also nochmal erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Formulierung mit der gesellschaftlichen Verantwortung. Finde ich ganz großartig und wichtig, dass das da drin steht. Aber die Einschränkung bei seriös, da würde ich gerne noch in Bezug auf Lärmschutz einbringen, weil das letztlich auch der Kasus Knactus ist. Und euch vielleicht auch ein bisschen mehr in die Pflicht nimmt, das dann primär zu berücksichtigen. Also die seriös und vertretbar und wirtschaftlich, was hatten wir jetzt, plausibel, insbesondere in Bezug auf Lärmschutz, dass man das auch noch einfügt. Bitte? Okay, jetzt bin ich verwirrt, weil ich jetzt nicht weiß, wie wir hier noch seriös vertretbar den Lärmschutz... Ja, wo der Lärmschutz drinsteht, ist mir egal, aber der Lärmschutz ist genau das, was die Bevölkerung an diesem Flughafen stört. Okay, ja, wir machen jetzt einfach ein Meinungsbild. Ich glaube, Martin will was Konstruktives sagen. Ja, die Rednerliste ist aber geschlossen. Ja, aber... Also ich lasse ausnahmsweise Martins Redebeitrag zu. Vielen Dank. Zu einem seriös wirtschaftlich vertretbaren Danke für das Bu. Ich würde gerne Hintergrundinformationen loswerden. Ja, ich zu einem seriösen und wirtschaftlich vertretenen Finanzierungskonzept gehören natürlich die Ausgaben für den Lärmschutz, die gesetzlich festgeschrieben sind. Und die sind dann auch zu überprüfen. Das ist da schon mit drin, weil wir müssen ja ein Konzept vorgelegt, also das heißt auch die Ausgaben vorgelegt bekommen und wofür sie verwendet werden. Das ist ja Teil der Ausgaben, die zur Flughafengesellschaft gehören. Ein großer Teil tatsächlich, 340 Millionen oder 320 Millionen zurzeit. Wobei nicht genau begründet ist bisher, wie die sich zusammensetzen. Das müsste man erfragen, aber es steckt da schon drin. Okay, also es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Da ist das Mikro. Ja, es gibt nur noch Fragen. Da das Ding ja wohl wahrscheinlich noch nicht so richtig geklärt ist, wegen der Formulierung und den Benennungen, bitte ich nochmal um Eröffnung der Rednerliste, denn es gibt vielleicht noch einige, die da was zu sagen haben. Danke. Gegenrede? Ja, Frau Mell, dann stelle ich das zur Abstimmung. Antrag auf Eröffnung der Rednerliste. Der Antrag ist abgelehnt, die Rednerliste ist geschlossen. Da Frank schon geredet hat, ist die Rednerliste erschöpft. Ich hab aber so. Martin vorgelassen mit dieser Du hattest schon geredet. Nee, ich war aber noch nicht ganz fertig. Dann lass ihn doch jetzt. Also, red fertig. Ja, das kommt davon, wenn man andere Leute vorlässt. Das kann es nicht sein. Gut, der zweite Punkt, wenn er jetzt Lärmschutz ablehnt, dann würde ich aber gerne bei Kunst und Kultur auch noch Umwelt stehen haben. Denn das ist ein wichtiger Punkt, gerade bei Flughäfen, dass da Umweltschutzaspekte nicht auch noch weggekürzt werden. So jetzt ist die Rednerliste geschlossen. So, jetzt. Wir haben es gleich geschafft. Es tut immer ein bisschen weh kurz davor, aber Baby ist gleich da. So, wir haben jetzt den Wunsch, dass da noch Umwelt rein kommt. Bei den Kürzungen. Wir Kürzungen beim Umweltschutz. Nein, gerade nicht natürlich. Was? Frank, du redest jetzt nicht mehr. Okay, wir versuchen uns dem Thema Umwelt anzunähern. Jetzt mal allgemeine Frage, wer möchte da noch Umwelt drin haben? Meinungsbild? Das Meinungsbild ist sehr gemischt. Okay, nein, pass auf. Dann nehmen wir da noch Umwelt rein. Weil ich jetzt behaupte, ich habe mehr Gelb gesehen. Dann würden wir irgendwie sagen, Kürzungen bei sozialen Projekten, der Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur und auf Kosten der Umwelt lehnen wir für die Flughafenfinanzierung ab. Kürzungen auf Kosten der Umwelt wäre der Sinnzusammenhang. Ist gekauft, Meinungsbild. Gebt unserer Umwelt einen Ruck. Och, ihr seid so gut. Ja, es ist angenommen. So. Jetzt ist die Rednerliste geschlossen. Ja. Das heißt, wir kommen zur Abstimmung. Es stehen zwei Anträge zur Abstimmung. Das eine ist der Antrag von Michael Hartung. Das ist X33 und der andere ist der Antrag von Christopher Lauer, X35. Das sind konkurrierende Anträge, das heißt, wir stimmen alternativ ab.
Das bedeutet, die Ja-Karte steht für den Antrag von Michael Hartung, die Nein-Karte für den Antrag von Christopher Lauer. So, ich sehe überwiegend Nein-Karten, höre auch Nein-Rufe. Was die sollen, weiß ich nicht genau. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Antrag X035. Das ist der Antrag von Christopher Lauer, der als Alleiniger übrig geblieben ist. Bitte um die Karten. Das ist eine überwältigende Mehrheit. Danke. Damit ist dieser Antrag angenommen. Es gibt einen Antrag zur Geschäftsordnung. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ein Antrag. Das Kind auf, Jürgen. Ein Antrag auf Meinungsbild. Wer ist der Meinung, dass die Behandlung von komplexen Themen ohne die Verwendung von Liquid Feedback langatmig, grotesk und nicht wirklich zielführend ist? Es gibt ein Meinungsbild. Danke. Danke. So, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt Liquid Feedback, Bericht und Aussprache über Liquid Feedback. Ich bitte Lars Hohle alias der Puppe auf das Podium.